Ja, Leute. Nein, ich will hier nichts von der Demo mitnehmen. Ja. Jetzt ist an der Zeit. Wir spielen Miitopia. Habe ich das Bild zu klein gemacht für das Teil? Ja, habe ich. Einen Moment. Ich muss das eben kurz anpassen. Und dann erkläre ich mal, was wir ab jetzt spielen. Was wahrscheinlich auch mal eine Nacht töten wird. Wir spielen jetzt Miitopia, ein RPG, wo alle Charaktere mies sind. Und das kann ja nur lustig werden. Ich habe vor, alle Party-Members aus meiner Gruppe, also ich werde sehr viele Charaktere in meine Gruppe bekommen, aus meinen Kollegen machen werde und meinen Freunden. Also da nicht wundern. Und für die wichtigsten NPCs auch so Alternativversionen wahrscheinlich von denen da hinsetze. Wie ich das meine, das werdet ihr aber noch im Verlauf des Projekts sehen. Und ich hoffe mal, dass wir hier sehr viel Spaß haben werden. Ich muss ein Mii wählen. Ich habe extra ein paar Miis vorher noch erstellt. Aber natürlich, das Haut-Mii bin ich. So, und wie bin ich natürlich drauf? Muss ich gerade kurz überlegen. Ich bin eigentlich mehr so von der lässigen, entspannten Sorte. Ich bin gerade nur am Überlegen, was davon bin ich eher? Es ist schon sehr schwer, mich aus der Ruhe zu bringen. Ich würde sagen, ich bin einer von der lässigen Sorte. Ich bin Shining und ich bin ein ganz lässiger. Ja, Shining, das bist du. So. Und dann würde ich mal sagen, let's go, ne? Wir befinden uns in der Welt von Miitopia. Nee, ich glaube, ich pass auf die andere Seite doch besser. Ich pack mich wieder um. Aber so ein bisschen klein. Ich will nicht so viel vom Spiel verdecken. Da haben sich auch schon mal ein paar beschwert. So, habe jetzt auch mal eben kurz alles aktualisiert. Ich weiß nicht, ob ich das hier auf YouTube bringe, aber auf jeden Fall will ich es auf Twitch einmal durchspielen. Und die Startsequenz seht ihr auch ohne mich. Ja, das ist Miitopia, eine Welt, in der Mii ein friedliches Zusammenleben genießen können. Oder besser gesagt, konnten. Ich habe so ein, zwei Videos zu dem Spiel gesehen und da hatte ich einfach mal Bock drauf auf das Spiel bekommen. Und Zadi schreibt mir gerade in den Chat, dass er doch pünktlich ist. Er wollte nämlich unbedingt dabei sein. Eines Tages geschah etwas Schreckliches ohne jede Vorwarnung. Ein riesiger Schatten legte sich über Miitopia. Und jeder verlor sein Gesicht. Erstmal gucken. Eine entsetzliche Kreatur starrt die Gesichter einiger unschuldiger Mii. Du musst bedenken, für YouTube muss ich das Spiel wirklich extrem schneiden und ich weiß halt einfach nicht, ob ich Bock drauf habe. Bei RPGs mache ich das immer so, dass Kämpfe, die man schon kennt, oder Situationen, die man schon kennt, dass ich sie rausschneide. Und das hier ist nach wie vor ein RPG. Deswegen, erstmal gucken. So, was passierte mit den Gesichtern? Er klebte sie auf irgendwelche Gestalten. Die Gesichter tauchten wieder auf, und zwar auf Monstern. Und da lauf ich. Ich habe übrigens noch vor, die Mies noch ein bisschen zu überarbeiten in dem Spiel. Hallo, das bin ich. Hallo. Ken. Ein schöner, ruhiger Tag. Shining reist alleine und ohne ein bestimmtes Ziel. Das sind Augen. Was für Augen ich sehe. Auch gut. Mir gefällt's jetzt schon. Kann man das auch beschleunigen? Ich kann es anhalten. Ich will mal gucken, ob es irgendeine Beschleunigungstaste gibt.
Das wäre schön zu wissen. Hilfe, Monster! Ich mache mich mal übrigens jetzt wieder ins Bild rein. So. Wo bin ich? Scheininger Spät, eine Stadt in der Nähe. Und das bin ich. In deinem Miitope bin ich eine Katze. Das ist wunderschön. Perücken-Make-up-Team. Ich weiß, dass man Mies noch überarbeiten kann und das werde ich noch machen. Ah, Miitopia, so viele Gesichter. Welche Rolle du mit welchem Mii-Charakter besetzt, bleibt ganz dir überlassen. Ich werde aber nur so spezielle Charaktere, so Hauptcharaktere, wirklich irgendwelchen zuweisen, weil ich sonst nicht genügend Leute habe. Dann lass uns mal ein paar Rollen zuweisen. Ich lasse die einfach mal so, wie sie sind. Obwohl, können ja mal gucken, wenn ich hier so mache, vielleicht kommen da ja interessante Leute bei rum. Einfach mal gucken. Oh, so kann ich nicht empfangen. Okay. Einfach mal so lassen, wie es ist. Romeo und Julia, das passt doch. Als Turteltäubchen. Ich weiß, dass man irgendwie auch hier so speziell Randoms-Mies hier bekommen konnte. Was sind denn Perücken und Make-up? Will ich mir Make-up verpassen? Nee, eigentlich nicht. Hallo, wer bist denn du? Stadtsprecher Fadian. Oh, ein bisschen langweilig heute. Moment, ganz langsam. Warum die Aufregung? Da waren ein paar böse Monster in der Stadt. Monster in den Gesichtern von Leuten? Ich finde das Gesicht, das ich ziehe, ganz gut. Du willst mich auf den Arm nehmen. Anfangs ist ein friedlicher Ort. Das erste Kapitel, das kenne ich schon durch Videos. Im Übrigen, bitte keiner in den Kommentaren spoilern, was passiert im Plot. Ich will da überrascht werden. Also ich weiß halt trotzdem, dass es sehr, sehr viele Mies gemacht werden müssen. Bürgermeister Phobius. Willkommen, Abenteurer. Ich bin der Bürgermeister dieser Stadt. Du hast sicher schon mit einigen Leuten geredet, oder? Nein. Ach, wirklich? Keine Hektik, lass dir ruhig Zeit. Nee, ich habe keinen Bock, mir Zeit zu lassen. Ah, wenn ich B gedrückt halte, dann läuft es schneller. Okay. Anfangs ist eine schöne Stadt. Kein Wunder, wo ich doch der Bürgermeister bin. Huch! Was für ein alles in der Welt ist das? Wer, wo, was, wie? Was ist das, Mami? Psst, sei ganz leise. Julia! Romeo! Das kann nichts Gutes heißen. Hm? Oh nein, das ist... Der dunkle Fürst. Ja, das ist der böse Typ, der uns das ganze Spiel über mobben will. Und für den habe ich mir schon ein Mii überlegt. Nämlich... Einen meiner alten Kollegen, der heutzutage zwar nicht mehr mitmacht, aber er darf trotzdem der Böse sein. Das Gesicht passt doch einfach perfekt. Der gute alte Soul, der darf der dunkle Fürst sein, weil das Gesicht einfach hundertprozentig zu diesem Finstern-Typen passt. Das passt einfach, ja. Ja, so, du bist der dunkle Fürst. Ich werde diese kleine, elende Welt nur in Angst und Schrecken versetzen und verwüsten. Und ich beginne bei euch, ihr Leute von Anfangs. Alter, diese überdramatische Musik. Ne? Ich werde euch lernen, was Angst bedeutet. Hier mein kleiner Vorgeschmack. Verabschiedet euch von euren Gesichtern. Nein! Ich mach mal ein bisschen schneller, ne? Diese überdramatische Musik. Und der fällt sogar hin, weil er sein Gesicht verliert. Um Himmels Willen! Die Gesichter, er hat sie geklaut.
Nun gut. Das sollte fürs Erste reichen. Jetzt hört gut zu, elende Entstädte. Ich werde ein sprachlos, aber dafür angsterfülltes Leben führen. Und ihr anderen, die ich diesmal verschont habe. Seht euch eure armen kleinen Freunde an. Was bleibt für euch? Verzweiflung. Lebt wohl oder eher lebt in Furcht. Geht's euch allen gut? Hallo. Hallo, Ekelpaket Alfred. Julia? Will wohl nicht reden. Das schöne Gesicht von Julia. Oh nein. Jetzt kann sie mir nicht mehr ins Ohr säuseln. Ja, da hast du jetzt ein Problem. Wie sagte Mutter Ojemina? Ja, komm, mein armes Mäuschen. Keine Panik, keine Panik, keine Panik. Ich versuche, den ganzen Text, natürlich das ganze LP über vorzulesen. Oh, Abenteuer, ich flehe dich an. Bitte, bitte hilf meinem Görkan. Hilf dir selbst. Ich habe wohl zu viel verlangt. Tut mir leid. Görkan, was soll jetzt nur aus dir werden? Oh Gott, nee, ich hab's doch nicht so gemeint. Natürlich helfe ich deinem Kind, um Gottes Willen. Ich wusste nicht, dass ich wirklich ablehnen kann. Bitte nimm das hier. Dieses alte Familienstück bringt Glück. Antikes Amulett erhalten. Ich habe so eine dunkle Ahnung, dass der dunkle Fürst noch in der Nähe ist. Könntest du außerhalb der Stadt nach ihm suchen? Du hast die Quest der Mutter angenommen. Okay, ich hatte zwar nichts auf dem Kasten, aber ich rette ihn mal. Oh, da ist ein Feld aufgetaucht. Nein, da! Bis LP habe ich übrigens vor, die Mies noch halt ein bisschen kleiner zu machen, weil so groß finde ich die irgendwie langweilig. Da will wohl jemand den großen Helden spielen. Gib das Gesicht von Görkan zurück! Eigentlich kann ich bei mir selbst doch mit meiner normalen Stimme reden. Das erinnert mich an so ein altes Dragon Ball Gesicht. Meint ihr vielleicht das hier? Hm, warum nicht? Nur eine klitzekleine Bedingung. Den hier musst du erst besiegen. Hallo, mein Schleimi. Man sieht sich, falls du überlebst. Ja, und wie soll ich den jetzt bekämpfen? Was soll ich nur machen? Oh, das Amulett, das leuchtet. Wie gesagt, das erste Kapitel weiß ich, was passiert. Es scheint auch zu sprechen. Shining! Shining, kannst du mich hören? Nein. Hohoho, natürlich kannst du mich hören. Nur zu sehen bin ich nie. Ich bin Horst, der über alles herrscht. Echt jetzt? Bitte hör zu, was ich dir zu sagen habe. Du scheinst in Schwierigkeiten zu stecken, mein Kind. Soll ich dir ein bisschen helfen? Ja, bitte. Das fände ich sehr nett. Hohoho, sehr gut. Ich werde dich stark machen. Die Macht des Horst wird dir helfen. Hau ruck! Die Macht des Horst! Du kannst eine Klasse wählen. Ah, endlich. Klassen bieten spezifische Techniken, die dir die Kämpfe gegen Monster erleichtern. So, ich habe mich schon im Voraus entschieden, weil ich mich da so ein bisschen informiert habe, welche Klassen es gibt. Ja. Die Klassen regeln die Rollen fest. Und das sind die Anfangsrollen. Ich könnte ein Krieger sein, ein Magier, ein Priester. Ich sehe ziemlich feminin aus. Ich könnte sogar ein Popstar werden, weiblicher von... die Gags könnte ich werden. Oder ein Koch. Und ich habe mich entschieden, ich will ein Magier sein. Weil ich sehe mich generell in solchen Spielen eher als Magier als als Krieger, weil ich Magier auch viel cooler finde. Magier Shining ist bereit! Hoppla, nicht schlecht. Ja, ist wirklich nicht schlecht, die Robe. So, bist du gegen die Monster des dunklen Fürsten gut gewappnet.
Jetzt kämpfe, Scheiding. Zeig, was du kannst. Ich habe mir auch schon überlegt, wer als erstes in meine Gruppe kommt. Babbel hier nicht so rum, es wird dir nichts helfen. Und jetzt heißt es RPG-Time. Mini-Gurkhand-Schleim. Wenn ihr übrigens wollt, könnt ihr mir eure eigene Misu setzen. Dann setze ich die eventuell auf die Charaktere der Stadtbewohner von den Städten. So, Techniken habe ich noch keine, also kloppen wir drauf. Erste Lässigation. Schwachpunkt finden. Ich bin zu lässig. Das ist die richtige Stelle. Erste Lässigaktion. Ausweichen. Gleich zwei Lässigaktionen? Also ich weiß, dass jede der Typen, die man da auswählen konnte, beeinflusst, wie der sich im Kampf verhält. Und den Gurk hat... Alter, wie oft setzt sich bei mir denn lässig durch? Ich bin wirklich lässig. Ich hau einfach zigtausendmal auf die Schwachstellen. Das Spiel kennt mich. Nice. Klein wurde besiegt. Das war's wohl. Klein Jelly. Ja. Das wird bestimmt lecker, wenn ich's essen darf. Sehr gut gemacht, Shining. Ach, war doch nicht der Rede wert. Das Kind sollte nun auch in Sicherheit sein. Oh, das läuft doch ganz gut. Jetzt kehre zur Stadt anfangs zurück. Mache ich. Im Übrigen nicht wundern, wenn ich nicht so stark auf den Chat eingehe. Ich versuche mich hauptsächlich aufs Spiel zu konzentrieren, auch deswegen, damit man mich nicht spoilern kann. Ich beschleunige hier mal, weil es scheint echt langsam voranzugehen. Hui, das kitzelt! Hurra, ich bin zurück! Ich finde schön, dass ich direkt die Beschleunigungstaste gefunden habe. Gurkhan, oh, was für ein Glück! Geht es dir gut? Du bist doch nicht verletzt, oder? Nein, mir geht's gut. Oh, was für eine Erleichterung. Vielen Dank, gütiger Abenteurer. Bitte nimm dieses Geschenk als Dankeschön. 200 G. Ich nehme an, das soll Gold heißen. Ja, ich hab Geld. Hä? Wunderbar, einfach nur wunderbar. Wie kann es weitergehen, Shining? Deshalb habe ich auch eine weitere Aufgabe für dich. Ach, wirklich? Darf ich schlafen? Du weißt, was der dunkle Fürst Zul getan hat. Es war eine riesige Schweinerei, um es mild auszudrücken. Deshalb komme ich nicht umhin, dich hierbei zu beauftragen. Besiege Zul und rette diese Welt. Tust du das? Nö. Die Frage war nur rhetorisch. Du bist mir was schuldig. Nice Face, dass ich das sehe. Ich habe dich vor diesem Monster gerettet. Deine neue Kraft soll dir im Kampf gegen Zul helfen. Jetzt sage den dunklen Fürsten Magier, Shiny. Ich erwarte große Dinge von dir. Hohoho. Ja. Grandioser Start. Ich habe eigentlich keinen Bock auf meinen Joke. Das ist der eigentliche Joke. Wähle ein Mii für jeden Reisenden. Was? Ich muss hier Rollen besetzen. Obelix ist mein Quizfreak. Knips. Wanderfotograf Miku. Professor Eich. Toadette. Oh, guck mal, hier ist Zombie. Ich versuche jetzt hier keine bekannten Leute hierfür zu nutzen. Hier, der Reisegomet. Jesus. Ein Heiliger überprüft mein Essen. Das passt doch. Okay. Von dem, was ich gesehen habe, ist das ein bisschen anders abgelaufen. Ich habe die 3DS-Versionen gesehen. Und ich spiele halt die Switch-Version Flachlandhügel. Los geht's! Muss stärker werden! Oh, Kampf! Hallo, alter Falter. Ich würde dich gern bekämpfen. Ich hau dir mal ins Gesicht. Und das ganz lässig. Ab und zu beschleunige ich mal so ein bisschen.
weil die Kämpfe sonst ewig lang dauern. Pam! Und ich war wieder lässig. Ja, Follow. Hast du das Gesicht gesehen, das von dem Monster weggeflogen ist? Wer ihm auch immer es gehört, der dürfte dir unendlich dankbar sein. Wie dieser kleine Bengel, dem du vorhin begegnet bist. Kurz gesagt, besiege Monster und befreie die Gesichter der Leute. Mach rück weiter wie bisher und hilf so vielen Leuten wie möglich. Wirst du mir diesen Gefallen tun, Shining? Hohoho, ich habe nur gerade eben kurz was am PC gemacht. Mir gefällt die Musik, ne? Kann man richtig so abdancen. Level up! Feuer gelernt! Grill einen einzelnen Gegner mit magischem Feuer. Und 5 Gold. Ach, ist das wunderschön, die Ebene hier. Es gibt Schwierigkeiten. Oh je, ich kann das nicht. Hilfe, ich werde bedrängt. Hohoho, jetzt sitzt du in der Patsche. Na gut, ich werde dir wohl Hilfe schicken müssen. Amikadabra, bitteschön. Wähle ein Meme, mit dem du reisen willst. Ich kriege meinen ersten Gefährten, ja. Ich habe mir extra welche hergestellt. So, mein erster Kamerad wird Yannick sein. Von Akadari. So, Yannick ist recht entspannt. Und ich habe ihn schon gefragt, was er gerne wäre. Er wäre gern ein Krieger. Krieger Yannick, der entspannte Krieger. Let's go. Ich hoffe, er verklappt mich nicht. Huch, wie bin ich denn hierher gekommen? Ah. Ich habe sie so angepasst, also erstellt, wie ich sie von den Bildern her kenne. Ja, bitte. Los, Yannick. Machen wir sie fertig. Was habe ich hier eigentlich so an... Oh, ich kann einen automatischen Kampf machen. Ja, bitte. Machen wir mal. Neue Technik. Feuer. Oh, ich bin recht strong. Ich habe ihn direkt weggebraten. Ein Kinderspiel. Yannick hat ihn einfach gewonnen. Ich hätte ewig so weitermachen können. Da hätten wir, glaube ich, wirklich. Hyperhonig. Hm, klingt lecker. Puh, geschafft. Danke für deine Hilfe. Du bist also unterwegs, um die Welt zu retten, ja? Darf ich mich dir anschließen? Natürlich, Yannick. Ich bitte darum. Ja, wir tanzen. Da lacht man doch mit. Ich überlege übrigens, ob ich für dieses Projekt den Avatar überhaupt drin lasse. Weil ich glaube, ohne ist interessanter. Tatsächlich. Ich mache mich auf jeden Fall nochmal ein Stück kleiner. Hoho, bei euch ist also alles noch dran. Ja, Yannick und du, ihr werdet sicher noch richtig gute Freunde. Ach, das sind wir jetzt schon. Je tiefer eure Freundschaft ist, desto mächtiger werdet ihr sein. Gute Reize. Ich habe ihn richtig gut erstellt. Ne, Yannick? Meine Füße tun weh. Und das ist das Erste, was du sagst, wenn du hier bist. Ich könnte Urlaub gebrauchen. Oh, da liegt was. Augenblick, da liegt irgendwas. Yannick erhält eine HP-Banane. Hast du wirklich eine Banane essen, die auf dem Boden gelegen hat, Yannick? Es geht doch nichts über einen kleinen Sprint. Ich halte ab hier jetzt mal die Sprint-Taste gedrückt, weil mir das zu lange dauert. Hey, Shining, warte mal. Oh, und der will sie direkt mit mir teilen, die HP-Banane. Wollen wir uns die teilen? Oh, Yannick, das ist herzallerliebst von dir. Yum, lecker. Und Friendship steigt, ja. Ist Yannick etwas schlecht gelaunt? Ja, das weiß man nie. Wir sind geschwind wie der Wind. Und Kampf, ja. Jetzt wird gebettelt. Ein Kobold und ein alter Falter. Feuer. Oh, ich muss automatischen Kampf mal ausmachen. Nicht übel, oder was? Ja, war wirklich nicht übel. Ich habe ihn Insta gefinisht wieder. MP-Streuer aktiviert. Nutze dieses mysteriöse Streu, um die MP eines Mii-Charakters zu regenerieren. Hohoho, du hast eine neue Kraft erlangt. Ohne MP kannst du Technik und Magie nicht einsetzen. Bei den Kämpfen also steht die MP-Anzeige im Auge. Und falls hier doch mal die MP ausgehen, nutze den MP-Streuer.
Aber je sparsam mit ihm um. MP-Streuer? Nicht salzen. Das ist ein Salzstreuer. Ich hab mich einfach gesalzen. Los, Yannick, finish ihn! Och, Yannick, du hast ihn nicht mal insta gefinisht. Los, jetzt hau ich dir. Ich zeig dir, wie das geht. Und zwar ganz lässig. Das ist die richtige Stelle, Yannick. Das war ja einfach. Was passiert eigentlich, wenn ich auf Erinnern drücke? Das will ich gleich mal testen. Ich brauche was zu futtern. Dummdiedelei. Ich bin fix und fertig. Ich auch. Ich bin bald am Ende meiner Kräfte. Augenblick mal, was ist das? Du hast ein Gasthaus erspäht. So ein Glück, rühmen wir uns dort eine Runde aus. Da gibt es bestimmt auch einen Swimmingpool. Yannick hat Wünsche. Du hast ein Gasthaus gefunden. Ja. Endlich ein Ort zum Schlafen. Nur leider darf ich nicht schlafen. Oh. Ich soll sie in ein Zimmer meiner Wahl stecken. Yannick, wollen wir das Zimmer hier unten links uns teilen? Hallo, muss mich nicht gleich rausschmeißen. Friendship! Warum habe ich so ein Riesenbett und er so ein kleines? Nach dem Team sehen, Menü. Ich will mal gucken. Ich will mal einmal kurz gucken. Ich kann hier einiges anpassen, ne? Ich will zum einen mal hier in dem Spiel, will ich die Mies halt klein halten. Weil ich finde, dass das lustiger aussieht. Ich gucke, dass ich das Offscreen bei den anderen einfach so mache. Guck, dass wir dann jetzt einfach so kleine, süße Dinger sind. So, und Yannick machen wir auch direkt ein bisschen kleiner. So, jetzt sind wir, zwei Winzlinge. So, und der Schlachtruf. Tadake. Das hat er immer in seinem Stream stehen. Und bei mir machen wir auch direkt einen Schlachtruf. War ich hilfreich? Ja, da, die Pose, die passt doch. Ah, nee, die, ja, da, wo ich so rumhüpfe, das finde ich schön. So, und bei Yannick, welche Pose lassen wir dich machen? Ja, ja, das gefällt mir. Das passt so, Yannick. So. Zuallererst nach dem Team sehen. Du kannst die Helden im Team so gruppieren, wie es dir behagt. Stecke sie paarweise ins Zimmer, um ihre Beziehung zu verbessern. Also war es auch richtig. Drei Punkte über den Kopf heißen, hier geht etwas vor sich. Wähle die Punkte aus, um die Ereignisse im Zimmer beobachten zu können. Du bist doch sicher schon ganz gespannt, was so alles passieren kann. Ja, von denen will ja offenbar keiner was. Obwohl, die wollen Gold ausgeben. Manchmal wollen Mii etwas Süßes, das sie untereinander teilen können. Manchmal wollen sie auch etwas für sich selbst, neue Waffen oder neue Kleidung. Du weißt nie vorher, was sie sich kaufen wollen. Manchmal kaufen sie aus Versehen ganz andere Sachen als geplant. Aber es kann ja schließlich jeden Mal passieren, oder? So, Yannick möchte eine HP-Banane, soweit ich das sehe. Und ich möchte einen Besen. Ja, der wird doch gekauft. Kann ich auf dem Besen reiten? Guck mal, ich hab einen Besen. Ja, jetzt putze ich euch alle weg. Ausrüsten. So, und wir haben natürlich noch Zeug zum Futtern da. Essen, das du auf deiner Reise findest, kannst du deinem Team vorsetzen. Bei jeder Mahlzeit verbessern sich die Werte deines Teams ein klein wenig. Gib ihnen also nach jeder Etappe der Reise ordentlich was zu futtern. Übrigens, je mehr die Helden dein Essen mögen, umso mehr ist es, ihre Werte ansteigen. Erwarte keine dramatische Verbesserung der Werte von Essen, das nicht schmeckt. Gib deinen Helden etwas Leckeres und erfreue dich an den rasch wachsenden Werten. Okay. Ich bin ein Magier und der Fighter-Honig gibt offenbar MP. Mag ich den? Hochzufrieden. Okay, ich scheine ihn zu mögen. Mag Yannick den? Nee, der hasst den. Der ist tot umgefallen vom Honig. Okay. Der Honig geht dann offenbar komplett an mich. Weil ich brauche Mana als Magier. Eindeutig.
Yannick, magst du wenigstens Chili? Das hat dir geschmeckt. Und der Koboldschinken, der geht ja für Angriff. Magst du den? Der ist satt. Ich bin offenbar auch satt. Okay, Koboldschinken kriegt also keiner. Und ansonsten will ja keiner was. Na, dann können wir ja weitergehen. Aber eine Sache will ich vorher gucken. Hier im Menü, gerade eben. Hier ist noch Spielhalle. Dafür braucht man irgendwelche Tickets. Ich würde gerne wissen, was das ist. Auf geht's! Ab nach da oben. Ich weiß, dass man pro Gebiet so 3 Leute kriegt und man insgesamt hinter eine Party von 10 hat. Darüber habe ich mich schon informiert und weiß auch, wen ich alles in die Party hole. Ja, Yannick, wenn es denn sein muss, ne? Dann macht man alles. Oh, ich bin hingefallen! Und Yannick kommt und hilft mir auch. Oh! Yannick hat Shining aufgeholfen. Dankeschön! Yannick ist ihm dankbar. Und wir tanzen. Ja, Friendship! Unser Friendship ist on fly, Yannick. Ich habe ein Loch im Schuh. Mach's wohl Witze. Sauber abgeräumt. Und 2 mehr Koboldschinken. Ich bekomme langsam Hunger. Och, die Shining, wir sind gerade erst los. Ob das Gesicht von Fadian hier irgendwo ist? Es müsste an irgendeinem Monster kleben, richtig? Wer weiß? Leute, das Face, was ich hier schon wieder hab, ne? Ich lach mich schlapp. Das ist zweite Sache. Hoffentlich findet es uns nicht zuerst. Ich finde das Spiel jetzt schon gut. Brauche Futter. Auf zum Gasthaus. Huch, wie bin ich in die Ehre gekommen? Oh, ging ein Fighter. Der Fadian-Fighter. Ich guck, dass ich dir vielleicht demnächst über diesen einen Pass überarbeite. So, ich gehe mal auf Feuer und brate den weg. Und Yannick haut einfach drauf. Autsch. Au. Euer MP-Streuer. Ich brauche Mana. Ich muss unbedingt auf den MP bei mir gehen. Feuer! Und er ist weg. War ich hilfreich? Ja, das warst du. Keine Sorge, du warst hilfreich. Schade, dass es keinen Zufallsbutton gibt, sondern dass ich jeden einzeln raussuchen muss. Geschafft. Oh, 12 Bonuserfahrungen erhalten. Yannick, nimm die mal, du liegst ein bisschen hinten. Fighter Honig, Sterne halten. Ja, wir geben die mal nicht den Yannick, ne? Der hasst Fighter Honig, haben wir gerade eben gelernt. Außerdem kann ich das Mana eh besser gebrauchen. Du hast einen Brief erhalten. Lieber Shining, vielen Dank für deine Hilfe mit Görkan. Hier hast du etwas für deine Mühen. Deine Ojemina. Ein Ausflugsticket erhalten. Und wofür ist das? Wofür ist das Ausflugsticket? Kann ich das in der Spielhalle verwenden? Nee, hier gibt es so eine Option namens Ausflüge. Aber erstmal will ich sehen, was Shining und Yannick da zusammen machen. Ich habe letzte Nacht nicht gut geschlafen. Oh nein, was war denn los? Naja, du redest im Schlaf ziemlich laut sogar. Tue ich das? Oh je, das tut mir leid. Du hast darum gesagt, genau nach Plan. Oh, das ist so peinlich. Scheiße, er hat meinen Plan herausgefunden. Friendship! Und was kriegen wir jetzt dafür? Ach, oh Gott, Yannick. Ist ja gut, du kannst das immer für dich haben. Angehen gelernt. Hüger fällt extra Schaden zu und beeindrucke damit Freunde. Yannick muss mich doch nicht so creepy angucken. Ich habe Yannick schon vorausgesagt, dass er 1000 Clips von mir kriegt. So, ich esse jetzt erstmal den Fighter-Honig. Unglaublich lecker. Okay, ich liebe Fighter-Honig. Alles, was mit Honig zu tun hat, krieg ich. So, Koboldschinken, mag ich den überhaupt? Nee, den hasse ich. Aber Yannick mag ihn doch sicher, oder? Was? Keiner von uns beiden mag Koboldschinken?
Yannick, ich weiß, du magst ja nicht, aber du brauchst Angriff. Nee, das ist er nicht. Okay. Keiner von uns mag Kobolschinken. So, und was wollt ihr euch kaufen? Ihr wollt beide Kleidung. Yannick will eine Lederrüstung, die sieht nice aus. Und ich will eine Leinenrobe, die sieht auch nicht schlecht aus. Und was sind Ausflüge? Du hast dein erstes Ausflugsticket erhalten. Wie wär's, wenn du damit gleich mal wen auf einen Ausflug schickst? Zwei Leute, die Zeit miteinander verbringen. Das klingt doch spaßig. Wenn zwei Charaktere einen Ausflug machen, steigt ihr Beziehungslevel. Oh, damit kann man Friendship steigern. Ja komm, dann gehen wir mal zusammen in einen Café. Was hältst du davon, Yannick? Wollen wir im Café eine Runde entspannen? Du scheinst angespannt. Ja, du hast mich gerade eben so creepy angeguckt. Kann ja wohl nicht sein. Und wir gehen in ein Café. Also im Gespräch. So langsam sollten wir uns auf den Rückweg machen. Huch! Wir haben doch noch gar nichts bestellt. Und du willst schon nach Hause gehen, Yannick. Lass uns doch erstmal was bestellen. Also wirklich. Aber für, oh Gott, ich hatte auch für mich so creepy anzugucken. Die zwei haben Warnen gelernt. Warne einen Freund, der dadurch einen Angriff ausweichen kann. Ja. Wir haben einen Deli-Becher noch bekommen. Magst du den, Yannick? Den hat dir wenigstens geschmeckt. Den Kobold-Schicken, den hassen wir beide. Den essen wir nicht. Den kann der Nächste haben. So, weiter geht's. Und jetzt geht's weiter nach rechts. Wir könnten zu der Amiibo-Frau da oben hin. Das war ja eine Amiibo-Frau laut der Beschreibung. Was willst du denn? Nintendo-Fan, Toadette. Hallöchen, ich bin Toadette. Sag mal, bist du eigentlich ein Nintendo-Fan? Ein was? Du kennst Nintendo nicht? Du machst Witze, oder? Ich bin ein riesiger Fan von Nintendo. Jedenfalls... Es gibt ja doch diese speziellen Figuren. Sie werden Amiibo genannt. Ja, ich habe hier sogar ein paar stehen. Wie die wohl aussehen? Falls du einen Amiibo hast, würdest du es mir zeigen? Kann ich eben machen. Ich habe hier 6 stehen. Was kriege ich denn dafür, wenn ich dir die gebe? Ich nehme mal den Amoeba, den Bewohner-Amiibo. Und was kriege ich dafür? 3 Spielscheine. Okay, und wofür sind die? Ich will mal alle Amiibos, die ich hier habe, der Frau mal zeigen und einfach mal gucken, was ich von der kriegen kann. So, hier, mein letzter ist Amiibo. Ein Inkling. Ein Inkling-Mädchen-Outfit. Okay. Okay, ich habe alle meine Amiibos mal eben kurz verbraten. Oh, da ist eine Kiste. Will ich auch mal hin. Let's go, Yannick. Nee. Ich will ihn doch sehr. Und ein paar Fighter. Und Fighterhonig. Wieder Essen für mich. Wo stecken die Monster? Da hat jemand gute Laune. Ich habe immer gute Laune. Guck mal, die Wolke da sieht aus wie Schleimgelee. Sieht für mich eher nach Kobold-Schicken aus. Ich habe Hunger, entsetzlichen Hunger. Aber ihr hasst doch Kobold-Schinken. Oder habe ich da jetzt was falsch verstanden? Die scheinen schon wieder, sie haben Hunger. Die wollen nur zum Gasthaus. Für Harte oder für Zarte? Nur die Harten kommen in den Garten. Ihm tun schon wieder die Füße weh. Und... Kobolde! Oh, 4 an das Stück. Oh, das könnte schlimm werden. Da setze ich gerne mein Feuer ein gegen Kobold A. Ich bin mal wieder lässig. Diese Lässigfähigkeit ist so nice, ne? Alter, die haben Yannick gerade richtig hart verprügelt. Feuer auf Kobold B. Ich glaube, hier könnte einer von uns verrecken. Yannick, wo guckst du denn hin? Erster Beistand. Warnen. Vorsicht! Hä? Sag mal, wofür warne ich dich? Die Macht des Horrors. HP-Streuer aktiviert. Ich benutze dieses mysteriöse Streuer. Ja, wahrscheinlich wieder MP-Streuer nur für HP, ne? Weil ich jetzt genügend Schaden gefressen habe. Ich
Also ich wusste, dass es diese beiden Streuer gibt. Durch die Videos, die ich geguckt habe. Mann, Yannick, wofür warne ich dich eigentlich? Ich warne dich und wirst trotzdem geschlagen. Ja, dann hast du dir halt was gezerrt. Also wirklich. Ich warne dich nie wieder. Er blickt schon wieder woanders hin. Ich warne ihn und diesmal ist er ausgewichen. Und dafür kriegen wir sogar Friendship. Erster Beistand. Angeben. Sowas schneide ich übrigens auch rein, wenn da so etwas neu passiert. Wie zum Beispiel erster Beistand, erste Technik. Sowas werde ich immer reinschneiden. Falls ich es auf YouTube hochlade. Ich bin mir noch nicht sicher. Puh. Mann, Yannick. Können wir auch für einen Kobold schinken zusammen? Wir hassen das. Keiner von uns beiden will das essen. Ohne Kiste. Was ist drin? 195 Gold. Nice. Können wir uns direkt was kaufen von. Und ein Gasthaus. Nice. Friendship. Es bimmelt. Es ist jemand an der Tür. Hohoho, es scheint, als hätte ihr noch etwas Gesellschaft. Wer mag das sein? Ein neues Mitglied in eurem Team. Nur zu. In zweit werdet ihr den dunklen Fürsten kaum besiegen. Es gab keinen Hänger, ich habe gerade kurz nicht weitergelesen. Deshalb habe ich ein neues Mitglied für euer Team engagiert. Heißt das neue Mitglied willkommen. Das ist ein Dance, den ich auch in Real könnte. So. Nächstes Mi. Dave. So, und Dave ist einer von der sturen Sorte. Und er hat mir schon gesagt, er wäre gern ein Dieb. Ich bin Dave und ich bin ein sturer Dieb. Ja, das bist du, Dave. Ja, das bist du. Ne, Dave? Jetzt sind wir Freunde. Dieb Dave. Er freut dich kennenzulernen. Ich bin Dave. Ich bin ein Dieb. Ich freue mich auf viele gemeinsame Abenteuer. Dave hat sich dir angeschlossen. Ich werde dich noch gleich überarbeiten, dass du ein bisschen kleiner bist. Bereite Dave ein herzliches Willkommen. Nebenbei, eigentlich hatte ich noch ein weiteres Mitglied engagiert, was aber wieder schiefgegangen ist. Früher oder später wird das neue Mitglied sicher kommen. Vorher seid ihr halt ein Dreierteam. Hohoho. Okay. Dave pack ich mal in das Zimmer über uns. Und ich glaube, wir beide trainieren, ich und Yannick. Sollen wir dafür, dass wir dicke Muckis bekommen? Lass uns direkt loslegen. Training, wow! Richtig cool. Ja, ich glaube, ich packe mich ab sofort generell aus dem Bild, weil irgendwie gehört mein Avatar hier nicht dazu. Und tut mir leid für die, die das Projekt jetzt mit den Avatar genießen wollten. Aber ich werde es ohne den Avatar machen. Ich schließe jetzt auch das Programm im Hintergrund. So. Miitopia mache ich ohne Avatar. So, Dave ist da oben ganz allein. Ich will jetzt mal wissen, was die Spielhalle eigentlich ist. Aber erstmal Gold ausgeben. Weißt du, Dave ist angekommen und trägt wieder einen neuen Dolch. Ja, hier, gönn dir. Sag mal, Dave? Du kommst an, willst einen Dolch und dann kaufst du dir eine HP-Banane? Was soll denn das? Ja, dann kaufe ich mir halt eine Leinenrobe, wenn du deinen Dolch nicht haben willst. Siehst du, ich kaufe mein Zeug wenigstens. Das trage ich natürlich auch. Ach, warte, das habe ich gar nicht gerade bemerkt, ne? Nach dem Team sehen, nee, hier nicht. Team. Da kann man. Nee, das ist bei was anderem, aber erstmal muss ich Dave hier kleiner machen. So, Persönlichkeit. Was nehmen wir denn als Schlachthof bei ihm? Bis dann, ihr Dullis. Ja, und die Pose passt doch perfekt zu ihm. So. Ausrüstung.
Kleidung. Hier, man kann nämlich die Farbe anpassen. Das habe ich die ganze Zeit nicht gemacht. Ich hätte gerne die Leinenrobe in Blau. Man kann ja auch nur das Aussehen überarbeiten. Ich könnte mir sogar den Hut wegnehmen. Oder mir hier die Link-Perücke verpassen. Könnte ich alles machen. Dave, gucken wir auch mal, welche... Ah, die Standardkleidung, die kann man nicht anpassen. Okay. Das heißt, ich kann auch Yannick gerade nicht anpassen. Dann ist ja alles gut. So, futtern. So, wir alle hassen Kobold-Schinken. Dave, magst du den Kobold-Schinken wenigstens? Nee. Kobold-Schinken mag echt keiner. Magst du den Falter-Honig? Oh, das hat dir wenigstens geschmeckt. Aber Falter-Honig ist eher was für Shining. Der freut sich nämlich richtig darauf. Der ist hochzufrieden, ja. Aber dass keiner den Falter-Honig mag, das ist wirklich mal was... So, Spielhalle. Schnick, schnack, schnuck und Roulette. Ich guck mir erst Roulette an. Man kann Waffen gewinnen, Futter, HP-Bananen oder zwei Ausflugstickets. Gewinnen wir die Ausflugstickets, dann schicke ich uns beide mal mit auf eine Reise mit Dave. Kann ich das auch selber anhalten? Und... Ausflugstickets! Ich wollte eigentlich das Schwert. Ich glaube, ich spiele nicht, wenn das so groß ist, aber ich will wenigstens einmal noch versuchen, das Schwert zu gewinnen. Und das kann man auch beschleunigen. Slime Jelly! Slime Jelly Plus sogar. Okay, ich spiele nicht weiter. Schnick, schnack, schnuck. Ich spiele das. Willkommen im Schnick, schnack, schnuck, Omaten. Schlag mich und du kassierst 500 Gold. Das kann ich gut gebrauchen. Ein Spiel kostet dich nur einen Spielstand. Okay, gewinne ich. Ich sag... Papier! Nein! Nein! Tiere! Ja, gewonnen. Ich habe gewonnen. 500 Gold, wie versprochen. Was meinst du, willst du deinen Gewinn erhöhen? Ja, komm, ich spiele mal Risky und spiele noch eine Runde, weil ich kann gutes Geld gebrauchen. Ich habe echt wenig. Papier! Ich habe instant gewonnen. Kann ich jetzt immer so weitermachen? Und da immer 500 weiter draufpacken? Nee, das verdoppelt sich mit jedem Mal. Ich könnte jetzt nochmal spielen, aber ich will auf Nummer sicher gehen und die 1000 lieber mitnehmen. 1000 Gold. Kann ich doch zum Start gut gebrauchen. So, und wie versprochen, wie kann ich die umsetzen? So, ich schicke jetzt erstmal Yannick und Dave auf einen Ausflug. Geht ihr beide mal an den Strand. Ich will gerne auch gleich mal gucken, was passiert, wenn ich einem Einzelnen diesen Schein gebe. Wollen wir an den Strand? Mir gefällt meine Frisur. Wie gefällt dir meine Frisur? Oh, Yannick, für Dave süß. Guck mal, eine Flasche. Da steckt etwas drin. Was das wohl sein mag? Nun mach sie schon auf. Mal sehen. Ein Spielschein. Oh, ich habe den Spielschein, den ich dafür bezahlt habe, direkt zurückbekommen. Und Friendship. Richtige Bekannte. Angeben gelernt. Der Blick von Yannick, der macht mir Angst. Kobold-Schinken zum Andenken. Ja, toll. Wir mögen alle Kobold-Schinken nicht. So, Dave, dann gehen wir beide mal auf eine Reise. Mal gucken, was dabei rumkommt. Gehen wir beide in einen Café. Yannick hat letztes Mal vergessen zu bestellen, aber ich denke mal, du bist nicht so. Ich will einfach nur die Aussicht genießen. Die beiden schwelgen in Erinnerung. Wir haben doch noch gar nichts erlebt. Ich glaube, Dave muss aufs Klo. Dave, alles in Ordnung? Ich halte nicht mehr aus. Toilettenpause. Toller Ausflug. Kannibalität.
Das Spiel ist ja jetzt schon lustig. Okay, Schleimgelee. Dave ist voll. Keine Ahnung, ob das einer von uns mag. Ich hasse es auf jeden Fall schon. Und fall schon fast tot oben. Yannick? Yannick ist hochzufrieden. Der mag Kannibalentee. Nee, Schleimgelee. Kannibalentee habe ich noch gar nicht geprüft. Hier ist den. Nee, den hasst er. Entschuldigung, hab's verwechselt. Aber Schleimgelee mag der. Den letzten kriegt trotzdem Dave, damit er mal testen darf, wie ihm der schmeckt. Ich und Yannick sind schon auf Stufe 4. Ich setze mich mal eine Weile allein und lass die beiden auch mal hier Friendship machen, dass die mindestens auf 4 kommen, dass die sich wahren können. Oh, hab eben Bananen und MP-Bonbons. Sie werden immer im Gasthof aufbewahrt. Dein Team schnappt sich die verfügbaren Snacks, bevor sie aufbrechen. Und Überschüssige werden eingelagert. So, Dave kommt auch mit. Ja, Friendship. Jetzt sind wir zu dritt unterwegs. Hoffentlich geht das gut. Und wir haben als erstes mal einen Rang vom 4 erreicht. Okay, nach rechts geht's. Let's go! Oh, ach, sieh mal hin an, wen wir da haben. Das Gesicht passt halt einfach null zum restlichen Körper. Du hast nicht auf meiner Gästeliste gestanden. Dunkler Fürst Sol! Bald wirst du keine Gästeliste mehr lesen können. Hm. Der hat mir gefallen. Wenn dir noch eine Party zugute ist, lass uns tanzen. Oh, scheiße. Aufhören sofort! Wer wagt es? Großer Weiser, weiser und mächtige Marke, der Hilfe spenden durch die Welt reist. Nintendo Switch-Konsole? Ich überlege gerade, wen ich dir zuweise. Du bist mein guter Freund Kai. Kai ist mein großer Weiser. Der gibt mir so viele Tipps, der darf mein Weiser Freund sein. Hm. Du bist also der berüchtigte dunkle Fürst. Jetzt ist Schluss mit deinen Missetaten. Dafür werde ich sorgen. Großer Weiser Kai. Hör mal, das hier war eigentlich eine Privatparty. Gut, dieses Mal lasse ich dich laufen. Aber nur dieses Mal. Und atmen. Hallo. Mein Name ist Kai. Ich bin ein wandernder Magier. Ich bin Shining. Ah, verstehe. Du hast also Jagd auf den dunklen Fürsten. Du machst also Jagd auf den dunklen Fürsten. Mein Deutsch manchmal, ne? Schon, aber... Aber du fühlst dich nicht gut genug gewappnet. Ich spüre eine mysteriöse Kraft in dir. Im Moment ist sie noch nicht sehr ausgeprägt. Aber auf deiner weiteren Reise wird sie wachsen. Also setzt du deinen Weg weit, mit aller Entschlossenheit fort. Wie gesagt, manchen NPCs werde ich wahrscheinlich Doppelrollen zuweisen, weil ich habe mir schon ausgesucht, wer alles in meine Party kommen wird. Das habe ich auch vor, Zanni, dass ich jede Route machen will, weil ich will 100% von dem Spiel machen. Ich finde es halt nur interessant, dass bisher keiner von uns diesen scheiß Kobold schicken mag. Wähle ein Menü für jede Schlosswache. Ich weiß nicht, was ich da jetzt machen soll, ne? Beliebtheit, was habe ich denn für euch? Wisst ihr was, ihr werdet einfach alle tot. Ich mache euch alle zu Toads. Was habt ihr jetzt davon? Alles Toads wachen. Das gefällt mir. Das Pilzkönigreich hat sich verlagert, Leute. Einmal nur Toads machen. Auch gut. Ich habe sie noch nicht mal getroffen. Ach, stimmt ja, ich könnte jetzt hier in die vorherige Ebene, aber ich will eigentlich erst dann die Wege ablaufen, wenn ich meinen vierten Kameraden kriege. Weil einer soll ja sich der Gruppe noch anschließen. Ich würde mal sagen, erkunden wir als erstes die Höhle.
Die Flussgrundhöhle. Bitte übrigens nicht spoilern hier in Bezug auf das Spiel, ne? Ich kenne nur das erste Kapitel. Ein bisschen. Was der Tag wohl bringt? Ich hätte gerne was Neues zum Anziehen. Ja, da, du wolltest gerade eben einen Dolchen, dann hast du eine HP-Banane gekauft. Wie der große weiße Kai wohl ist. Gute Sprüche hat er jedenfalls drauf. Jetzt ist Schluss mit deinen Missetaten. Dafür werde ich sorgen. Wir sind Fanboys von Kai. Der zu dunkle Fürst Sol konnte nicht dagegen anstinken. Ey, cool, wir sind wirklich Fanboys. Die Versuche von Dave ist toll. Ich finde übrigens nice, dass er in so einer Schurkenhaltung läuft, ne? Okay. Banshee A, B und C. Technik. Feuer auf Banshee A. Will Feuer nicht angeben. Ja, du hast super angegeben. 3 Schaden auf jeden. Banshee C ist dran. Krokodilstränen. Ich meine. Die Macht des Horst. Ruhezone aktiviert. Spezielle Orte, an denen sich ein Mii-Charakter von Statusveränderungen erholen kann. Verhält sich ein Mii-Charakter sonderbar? Es kann eine Weile dauern, bis er wieder ganz da älter wird. Ihr Wein war einfach ansteckend. Okay, ich steck den wahrscheinlich einfach da rein und dann ist der weg. Oh, und ich kriege einen HP- und M-Schub dafür. Reine Sache solltest du nicht vergessen. Wer sich in der Ruhezone aufhält, kann leider nicht mitkämpfen. Passe deine Strategie also entsprechend an. Ich bin am Knatschen, also setze ich mich mal da rein. Erste Sturaktion, harte Schale. Wow. Der hat Hälfte Leben direkt verloren, der Dave. Erste entspannte Aktion, mir doch egal. Das macht Yannick nichts aus. Ich finde es übrigens schade, dass ich nicht die Aktionen von meinen Kameraden machen kann. Ich könnte, ja. Ach du Scheiße, die One-Hitten Yannick ja hier fast. Und Yannick ist auch schon am Rumheulen. Ich sollte mich mal aus der Ruhezone rausholen. Yannick, geh du mal stattdessen da rein. Die Benji bringt hier jeden zum Heulen. Ich bleib unberührt. Sag mal, könnt ihr eigentlich noch was anderes, als mich die ganze Zeit anzuheulen? So, Yannick hat sich erholt. Dave ist immer noch am Rumknatschen. Und hat einen sogar verfehlt. So, Dave, geh du da rein. Dann wirst du auch ein bisschen geheilt. Oh, das ging ja instant. Kannst ja direkt wieder raus. Wir werden nicht wanken. So, Banshee A soll ich jetzt finishen können. Nicht übel, oder was? Yannick will vor Dave eingeben und haut 7 Schaden raus. Alter, die One-Hitten uns hier fast. Ich glaube nicht, dass ich hier sein sollte. Ey, ich kann Yannick schon wieder in diese scheiß Zone stecken. Und sie haben Dave tatsächlich gewone-hittet. Die machen hier 11 Schaden. Nee, ich gehe nach dem Teil hier sofort raus. Ich nutze dieses mysteriöse Streu, um einen Mii-Charakter zu beleben. Ich habe einen Wiederbelebungsstreu erhalten. Ja, den brauchst du mir nicht erklären. Ich kann mir vorstellen, wie der funktioniert. Er ist ziemlich kostbar. Verschwende ihn bloß nicht. Den habe ich nur einmal. Dich wiederbeleben und Yannick hockt, glaube ich, gerade eh in der Ruhezone. Also brauche ich den nicht heilen. Oh, ich kann nichts auswählen, wenn ich blind vortreten bin. So, er ist jetzt wieder ready. Dich hole ich raus. Du kriegst 11 Schaden pro Schlag, das weiß ich ja. So, Dave hat wieder beiden eine verpasst. Das finde ich eigentlich ganz nice. Och, jetzt hört doch mal auf zu knatschen. Feuer! Und Banshee C erledigt. Ja, das war echt nicht übel. Yannick futtert eine HP-Banane. Erste Snackpause. HP-Banane. Mampf, Mampf. Oh, lecker.
Ja, jetzt ist dein Angriff doof, Dave. Und sie hauen Yannick schon wieder fast kaputt. Ah, das kann auch von alleine weggehen. Okay, dann... Yannick kann ja eh nichts anderes machen, als nochmal zu schlagen. Also heile ich ihn einfach. Und mir gebe ich mal eben kurz MP zurück. Ich habe ja gar nichts mehr. Boah, die Benji hat auch noch viel Leben. Feuer! Leute, ihr müsst draufhauen! Schnell! Bevor die wieder zum Angriff kommt. Die haut so viel raus. Ich will bei Yannick angeben. Feuer! 14 Schaden! Ich habe die Banshees irgendwie tot gekriegt. Ich glaube aber echt, dass ich nicht hier sein sollte. Weiter. 48 Erfahrungen haben die gegeben. Alle haben ein Level-Up bekommen. Yannick hat Sprunghieb gelernt. Spring hoch und schwing dein Schwert, triff einen Gegner. Und Level Up für Dave. Und Bonuserfahrung 36 kriegt auch mal Dave, weil der am weitesten hinten hängt. Kriegt noch ein Level Up. Diese Falle gelernt. Stelle eine Falle vor dir auf, die gegnerische Angriff auffällt. Und ein paar Banshee-Train mit 114 Gold. Noch so einen Kampf überlebe ich aber nicht. Ich gehe mal nach oben zu der Truhe. In der Hoffnung, dass die Tode dann auch vorbei ist. Ja, Ren hält wirklich fit. Oh! Dave hat Schluck auf. So, was macht Yannick? Erschrecken oder lieber nicht? Erschrecken. Oh nein! Dave ist auf die Fresse geflogen. Oh! Ach, Yannick. Was tust du dem armen Dave nur an? Bitte keine Banshees. Zwei Banshees und ein Cumulus. Nee, ich hau lieber ab. Ich bin viel zu schwach für die Ebene. Lauft lieber weg, bevor noch mal irgendeiner von euch verreckt. Ich behalte die Erfahrung, ja. Okay, ich merke mir, für die Höhle bin ich viel zu schwach. Ich will mindestens da reinkommen. Da steht auch Reisegum mit Jesus. Gehen wir mal nach oben. Los geht's. Sind wir bald im Gasthaus? Ernsthaft? Auch zum Gasthaus. Warum wollen die alle ständig zum Gasthaus? Leute, wir haben doch noch gar nicht richtig angefangen. Nach rechts zur Kiste? Ich finde, ihr solltet es mir Action geben. Ich auch. Oh, da liegt wieder was. Yannick findet wieder ein... nee, diesmal keine HP-Banane, sondern ein MP-Bonbon. Okay. Flink wie ein Wiesel. Und ein Kampf. Gegen den Cumulus, den wir gerade eben nicht bekämpft haben. Neue Technik. Fiese Falle. Das hier wird mich beschützen. Ich mach mal ein Feuer auf den alten Falter. Den ich halt insta-finische. War echt nicht übel. Und Dave hat die Wolke geprankt. Okay, es ist auch nur noch die Wolke da. Ich greife mal normal an, ich will sehen, was die Wolke kann. Die weint. Oh, die heilt sich. Erste Entspanntaktion. Ernst machen. Ist erstaunlich munter. Auf geht's. Neue Technik, Sprunghieb. Und 14 Schaden. Nice. Ja, das habe ich auch gerade gesehen. Ich will einfach mal gucken, was passiert, wenn ich erinnern drücke. Ach, dann kann ich mir den Kampf nochmal angucken. Ah, okay. Ich wollte nur mal wissen, was das ist. Heiter Honig. Lecker. Und ein Gasthaus. So, euch beide lasse ich erstmal hier bis zum Baden kommen. Oh, die sind müde. Weiterspielen. Oh Gott, Yannick. Bitte. Er frisst uns noch irgendwann. Okay, Yannick will einen Bronzedolch. Kannst du Bronzeschwert. Kaufst du es denn auch? Ja. Weißt du, Dave war halt so, der will jetzt, kommt an, will einen Dolch haben und dann kauft er doch eine Banane.
So, kaufst du diesmal deinen Dolch? Ja, diesmal hat er ihn auch gekauft. Geht doch. Nice, kannst du haben. Und ich will eine Magierobe. Oh, die sieht nice aus. Ja, bitte, bitte kauf die. Die sieht geil aus. Ja, ich habe sie gekauft. Cool. Die ist sogar standardmäßig in Blau, weil ich das sehe. Ich mach mal mit roten Sternen. Das sieht richtig geil aus. So, ich guck auch mal eben kurz in die Spielhalle rein, was das Roulette zu bieten hat. Hm, Reisetickets Komfort. Ich spiele eine Runde. Ja, sieht doch gut aus. Nein, ich krieg das Schwert. Ich wollte ein Reiseticket. Ich wollte meine Freundschaft mit Dave steigern. Yannick hat schon das Schwert. Ich kann es, glaube ich, nur verkaufen, oder? Weil die beiden können es doch gar nicht nutzen. Für 140 Geld. So viel hat es doch auch gekostet. Also kann ich hier Waffen gewinnen und für ihren Einkaufspreis verkaufen. Das ist nice. Ich will nochmal versuchen, das Ticket zu kriegen. Ja, ich habe diesmal auch bekommen. Für 2. Geht nicht. Okay, jetzt die große Frage, die ich gerade eben schon gestellt habe. Was passiert, wenn ich das alleine nutzen will? Dann wird es verkauft und ich kriege 1000 Geld dafür. Okay, ich könnte so auch Geld farmen. Bitte keine AP-Banane. Auch eine großzügige Portion Erfahrung. Die kriege Shining. Wie viel Erfahrung ist das? 40. Ja! So, jetzt wir beide, Dave. Reisepass geht, frisch und frisch ein Safety Stick. Komm, die Reise geht los. Ja, ich und Dave auf Reise. Die beiden hatten Spaß auf der Reise. Es war so spitze. Ich weiß, ich war ja dabei. Wie immer, wenn wir irgendwas zusammen machen. Flüchtige Bekannte. Angeben gelernt. So, jetzt kann ich wenigstens vor Dave angeben. So, jetzt spiele ich aber auch nicht mehr. Dave darf wieder darüber. Erstmal sich mit Yannick anfreunden. Und ich futter mal was. So, ich wollte gerade eben schon das Gelee den Dave geben. Mag der's? Ja, es schmeckt ihm. So, Cobalt Chicken hassen wir alle. Und wir haben Banshee-Tränen. Das erhebt die Magie. Mag ich die? Weißt du, das hebt Magie und ich hasse es. In meiner will die Aufwertung einfach nicht. Will Dave sie? Nee. Sag mal, jedem, den ich Essen geben will, der hasst es. Wenigstens magst du den Honig. Den ich auch richtig geil finde. Hm, hochzufrieden, Mina Memana. Ja, und den Cobalt Chicken hassen wir halt alle. Ich hoffe, dass unser viertes Partymitglied die Cobalt Chicken mag, sonst weiß ich nicht, was ich damit anstellen soll. Dann gehen wir mal zur Kiste. Bin gespannt, was da drin ist. Link wie ein Wiese. Ach, den Text kennen wir schon. Öffnen! Das ist aber eine große Kiste. Und da ist ein Kupferzauberstab für mich drin. Ja, bitte, den rüste ich aus. Der war auch für mich. Ach, Dave. Und ein Gegner. Nebenbei, für meine Kollegen, wenn ihr das seht, ihr dürft mir gerne eure Sprüche persönlich schreiben, was ihr da rausschreiben wollt. Ich habe jetzt nur mal schon wieder Kobold Schinken. Das mag doch eh keiner. Weil sonst rate ich, was ich euch an Text geben soll. Was will ein Shining da gerade? Ich will in das Zimmer von Dave gehen. Alter, der Blick. Okay. Shining sucht nach Dave. Dave ist ausgewandert. Und was wollen die beiden voneinander? Oh, ich habe mir ein P-Bonbon gefunden. Und dann auch noch eine HP-Banane, Dave. Das war sicher ganz fantastisch. Tolle Freundschaftsaktion. Ich habe vom Essen erzählt. Warnen gelernt. Genau das, was ich haben wollte. Jetzt kannst du ruhig bei Yannick bleiben. Jetzt brauche ich nicht hier drüben. Die beiden wollen Kleidung. Kannst du haben. Kauf dir deine Lederrüstung bitte auch. Ja, er hat sie gekauft. Nice. In Orange wollte er hauptsächlich haben.
Wenn Orange nicht da ist, soll ich ihm Rot geben. Ich habe ihn extra vorher gefragt. Und Dave für eine Lederkluft, die sieht nice aus. Und er hat sie auch gekauft. Nice, Dave. Im Blau. So, dann gehen wir jetzt hier lang und rennen dann nach links. Doch, super. Und ich konnte eben was trinken. Level 4! Level up bescheinigen. Blitzgelände. Trifft ein Gegner mit Blitzen und wirkt auch auf seine Nachbarn. Oh, ich habe einen Flächenangriff. Und Wolkenwatte. Hm, sieht lecker aus. Ich glaube, ich hau ab. Och, Dave. Tolles Wetter für ein neues Abenteuer. Ja, das Wetter ist echt spitze. Also, wohin wollen wir als erstes gehen? Nach Hause. Oh, I feel you, Shining. I feel you. Was? Hör mal, wir sind auf Abenteuer. Weißt du, wir sind gerade erst auf Abenteuer losgezählt. Ich will nach Hause. Und Kobolde mit Kobolmolusten. Wir wollen ja nicht angeben. Oh, erst in der neue Technik Blitz. Ich muss den automatischen Kampf noch ausmachen. Oh, der ist hier richtig nice. Dave haut drauf. Inakzeptabel. Erste Sturmaktion. Nochmal. Oh, Schuh ist ja auch richtig nice. Haut einfach nochmal drauf. Cool, Dave. Der hat noch ein bisschen viel Leben. Ich hau mal mit Feuer drauf. Und er ist weg. Ja, gewonnen. Kobaltschinken mal wieder. Ich will ein Kätzchen, ist das wahr? Soweit ich weiß, will Dave keine Katze. Und nochmal Spielscheine. Gasthaus! Okay. Ah, endlich! Das dritte Mitglied! Jemand will sich dir anschließen. Na, endlich! So, Nintendo Switch-Konsole. Agaia! Er wollte nämlich ein Koch sein. Und er ist einer von der vorsichtigen Sorte. Und ist ein Koch. Oder vorsichtiger Koch. Sieht doch nice aus. Ich bin Agaia und ich bin ein vorsichtiger Koch. Ach, ich kann auch hier schon die Größe ändern. Ja, dann mache ich ihn eben kurz auch hier schon klein. Und mach seine Haare noch ein bisschen dunkler. Einen Moment. Wo sind die Haare? Da. So, das passt nämlich viel besser. Ich bin Agaia und ich bin ein vorsichtiger Koch. Nice. Ich habe einen Koch in meiner Gruppe. Ich hoffe, der kocht sehr viel für uns. Koch Agaia. Endlich bin ich... endlich geschafft. Ich bin da. Tut mir leid, ich bin spät dran. Ich bin Agaia, ein Koch. Werde mein Bestes geben. Agaia hat sich dir angeschlossen. Ja. Friendship. Agaia hat sich uns angeschlossen. Yay. Je mehr im Team, desto besser. Wir werden uns bestimmt prächtig verstehen. Dann werden wir nun also zu viert. Unsere Reise fußt auf einem wahrlich bedeutsamen Ziel. Wir stellen uns der Gefahr und fordern den dunklen Fürsten heraus. Denn nur so können wir Mitopia die Freiheit zurückgeben. Dies wird gewiss eine beschwerliche Reise. Volle Widrigkeiten schlafen die gerade alle ein. Die sind allein geschlafen! Demgemäß ist es ein Segen, dass wir nun zu viert sind und somit in... Du, Shining. Können wir nicht langsam mal was essen? Ja, dann auf harmonische Hintern in Hülle und Fülle. Das hat unser Koch Agaia extra zubereitet. Also essen wir, anstatt dass ich sie alle zulabere. So, Agaia kommt zu mir in den Raum. So, und er will auch direkt eine neue Waffe. Eine Anti-Haftpfanne. Ja, bitte, gönn dir. Anti-Haftpfanne wurde gekauft. Nice. So, die anderen beiden wollen beide einen... Oh, einen Bienenstich. Ja, Yannick will eine neue Waffe. Er hat sie auch gekauft. Ausrüsten. Ich guck gleich auch noch mal eben kurz in die Spielhalle. So, ein scharfer Dolch.
Scharfer Deutsch wurde gekauft. Ja. Nice. Nicer Deutsch, Dave. Und ich kaufe mal ein paar MP-Bonbons für unsere Gruppe. Weil wir haben nur eins. Und ich glaube, ich kann die am allerbesten gebrauchen. So, futtern. Akaya, magst du wenigstens den Kobold schinken? Oder hast wirklich unsere ganze Gruppe? Alter! Unsere ganze Gruppe muss kotzen, wenn er Kobold schinken sieht. Das ist so ein schlechter Witz. Vor allen Dingen, ich und Akaya hassen ihn besonders. Ja, sorry, aber der muss weg. Ich weiß, ihr mögt ihn nicht, aber der muss irgendwie wegkommen. Es tut mir leid für euch. Die essen das nur einmal. Okay, aber wenigstens kann ich ihn loswerden. So, mag ich Wolkenwatte? Nee. Warum hast meine Party alles, was es an Essen gibt? Ausflugstickets. Eine Kinderportion Erfahrung und eine Bienenrüstung. Wir spielen einmal. Und die Chance auf die AP-Bananen sehr gering ist. Und wir kriegen die Erfahrung. Ja, die kann dann Akaya haben. Kriegt er wenigstens direkt ein Level ab und lernt kleiner Snack still HP mit frisch gekochtem wieder her. Oh, der kann uns wirklich heilen. Der kocht uns Essen und heilt uns. Das ist schön. Ja, alles, was ich an Essen habe, mögt ihr nicht. Zwei von uns sterben sogar fast dabei. Tut mir leid. Los geht's. Etwas zu futtern wäre nicht schlecht. Ich habe ein Loch im Schuh. So. Und da ist ein Gesicht. Und ein Stein. Yannick ist direkt ausgerastet. Alfred Felsen. Ich finde das richtig nice gerade. automatischer Kampf ist aus, gut. Okay. Blitz auf Alfred Felsen, weil ich dann alle treffe. Hat auch gut Schaden gemacht. Ich muss die Wolken auf jeden Fall loswerden, weil die heilen. Entspannt. Ist erstaunlich munter. Und Sprunghieb auf den Felsen. Der hat 20 Schaden gemacht, der Yannick. Aua, der trifft ja nur Gruppen. Neue Technik. Kleiner Snack. Kocht Akaya jetzt für jemanden von uns? Bitte! Oh, er hat Dave gefüttert. Und das hat sogar Friendship ein bisschen gesteigert. Okay, Blitz nochmal auf den Alfred-Wesen, der ist schon tot. Alter, wir recken den ja instant. Wir haben aber den Boss gereckt. Nice! Honey und Co. waren siegreich. Ein Kinderspiel. Alle außer mir haben ein Level Up. Level Up für Yannick. Und für Dave. Und für Akaya. Und die Bonuserfahrung kriegt auch Akaya, weil der aufholen muss. Felsen, Schoki und Wolkenwatte. Und direkt ein Gasthaus. So, ich glaube, ich gucke jetzt ab sofort erst in die Spielhalle und danach gucke ich hier das andere. Lieber Shining, yippie, ich bin's. Hier ein Mail für dich. Sag Bescheid, was du nicht gekriegt hast. Dein Görkan. Wie soll ich dir Bescheid sagen, ob ich ihn nicht gekriegt habe? 10 verschiedene Nahrungsmittel erhalten. So, jetzt wollte ich erstmal... Oh, Yannick und Dave haben Friendship. Baden gelernt. Nice. So, ich und Dave wollen... neue Kleidung. Ich will eine Clownsrobe. Ruf Clown Shining zu Diensten. In Blau. So, und Dave möchte eine Outdoor-Kluft. Oh, die sieht auch wieder nice aus. Aber du kaufst natürlich einen MP-Bonbon. Ich schick dich nie wieder los. So, ich schicke jetzt beide mal mit Akaya auf eine Reise. Erstmal ins Café, euch beide. Damit die halt auch mal auf Bahnen zumindest kommen. Weil ich fände es schon nice, wenn sich alle gegenseitig warnen würden. Akai ist etwas zu aufdringlich. Na, was hast du bestellt? Cappuccino.
mit Vanille, Zimt, Schokosirup, Schlagsahne und Streusel. Was ist überhaupt alles in eine Tasse? Offenbar. Flüchtige Bekannte. Sie haben wenigstens schon mal angegeben. Und 4 HP-Bananen. Nice. Macht direkt noch einen Ausflug. Geht mal angeln. Ihr zwei. Lass uns angeln gehen. Bist du sauer, Dave? Lalalala, ich kann dich nicht hören. Ich glaube, er ist sauer. Hast du heute schon was an Land gezogen? Mehr als genug. 5 Karauschen. 2 Saiblinge. Und 10 Dosen. Immer diese Umweltverschmutzer. Und Schleimgelee erhalten. So, ich gebe euch noch den 3. Ausflug. Dann seid ihr wenigstens schon mal auf hier warnen. Dann geht auch nochmal in die Bücherei, ihr beiden. Ich hoffe, das ist schlau, was ich hier so mache. Das Buch, das du da liest, ist das spannend? Oh ja, gefällt mir richtig gut bisher. Magst du mir was daraus vorlesen? Wenn du möchtest, es war einmal vor langer, langer Zeit. Lange bevor es anfangs überhaupt gab. Da lebt im düsteren Tickich des Wirrwalds ein einsamer Elf. Dave ist halt instant eingeschlafen. Der wollte der Geschichte nicht zuhören. Ich hätte lustig geworden, hätte er hier noch weiter geschlafen. So, jetzt können die sich wenigstens gegenseitig warnen. Und Kannibalentee erhalten. So, Schleimgelee. Mag ich Schleim? Nö. Aber wenigstens ein AP mehr. Abwehr. Wer von uns hat am wenigsten Abwehr? Akaya. Er mag das Felsen-Schoki. So. Wolkenwatte kriegt auch mal Akaya. Der mag das. Und Kannibalentee. Probiere ich mal. Schmeckt. Das Team, um die Welt zu retten, ist da. Oh, guck mal, ich habe sogar einen Weg jetzt komplett zurückgeführt. 2 Gesichter habe ich schon gerettet. 1 fehlt noch. Aber jetzt will ich erstmal den Weg hier noch ablaufen, weil hier fehlt mir noch ein Weg. Oha. Dave hat eine mysteriöse Flasche gefunden. Nö. Dave hat die Flasche weggeworfen. Prüf doch wenigstens, was da drin ist, Dave. Also wirklich, ich will wenigstens wissen, was mit der Flasche war, anstatt dass du sie einmal wegwirfst. Und eine Kiste. Mit Koboldschinken Stufe 2. Ich glaube, keiner von uns will den eigentlich haben. Okay. Yannick und Dave wollen irgendwas machen? Dave hat ein Geschenk gekauft. Ich war einkaufen. Ich hab was für dich. Yannick hat ein Geschenk von Dave. Nett. Entschuldigung, musste mir kurz Nase putzen. Lyra. Dankeschön. Yannick freut sich. Ja, das sieht man auch. Oh je, Akaya mag Dave und hat's gesehen. Immer nur Yannick, das ist nicht fair. Akaya ist eifersüchtig auf Yannick. Okay. Okay, nur Akaya will etwas. Er will eine Donutpfanne. Oh, die sieht lecker aus. Und er hat sie gekauft. Eine Donutpfanne wurde gekauft. Weißt du, sie direkt aus. Nice. So, wir wissen ja, unsere gesamte Party hasst den normalen Koboldstinken. Wie sieht's mit den Koboldstinken Stufe 2 aus? Der schmeckt. Also, die Stufe macht da halt echt Unterschiede. Ja, du musst leider Gottes auch den anderen Koboldschinken runterwürgen. Und was gibt's hier noch in der Spielhalle? Eine riesige Chance auf eine Donutpfanne. Die war 300 wert, oder? Ich glaube, ich spiele hier ein paar Mal. Damit ich ein bisschen Geld habe. Obwohl, eigentlich... Da wäre Schnick, Schnack, Schnuck besser für. Naja, ich habe wenigstens 310.
Und jeder hat genügend HP-Bananen. Alle sind glücklich. So, jetzt hier durch den Wald. Wunderwald. Los geht's. Ich glaube, ich hau ab. Ach, Dave, nicht immer so negativ. Rasche, rasche. Da ist was im hohen Gras. Was mag das so sein? Oh, eine Miezekatze. Miez, miez, miez. Oh, wie süß. Das hat mir ein Pet gegeben, aber ich habe noch gar nichts verbraucht. Und der will das Kätzchen offenbar haben, der Yannick. Oben oder unten? Oben. Auf zum Gasthaus. Leute, lasst uns doch erstmal hier die Ebene abschließen, bevor wir zum Gasthaus gehen. Ein Grinsepilz und ein Kobold. Endlich mal was Neues. Ich finische erstmal den Kobold. Und tschüss. Erste vorsichtige Aktion. Aufwärmen. Akaya ist noch nicht so weit. Okay. Ja, Yannick war aber bereit. Akaya hat seinen Zug einfach nur verschwendet. Okay. Und wieder Kobold-Schinken. Das Zeug, was keiner mag. Gold. Meine armen Beine. Noch eine Kreuzung? Diesmal gehe ich unten lang. Ich lasse die erste Ebene hier jetzt auch mal. Ich bin hellwach. Ja, ich aber nicht. Ich gehe höchstwahrscheinlich auch hier, nachdem wir im Schloss sind, auf. Beziehungsweise mache hier dann einen Feierabend. So, wir kennen den Kampf hier schon. Blitz auf Grinsepilz. Und ich will vor Yannick angeben. Nice. Ich habe zwei gleichzeitig gekillt. Und Yannick finisht den letzten. Wir haben gewonnen. Ja. Es geht doch nicht über einen kleinen Sprint. Ich bin am Verhungern. Und ich erst. Matsch. Was zu essen? Shining, hast du auch was für uns? Was? Oh nein, ich tue nur so, als würde ich essen. Was? Wie? Wenn ich lang genug so tue, denkt mein Magen bestimmt, er wäre voll. Das klingt so nach mir. Das ist das Traurigste, was ich je gehört habe, Shining. Hoffentlich schaffen wir es noch bis zum nächsten Gasthaus. Das klingt so hart nach mir. Wenn ich es mir lang genug einrede, dann wird es wahr. So, die beiden haben sich jetzt ein bisschen mehr lieb, Bekannte, kennengelernt. Tröste einen Freund, der getroffen wurde. Wo tut's denn weh? Das habe ich auch mit Yannick gelernt. Aber das kam irgendwie bisher noch gar nicht vor. So, die beiden wollen Kleidung, der will eine Bienenrüstung. Bevor ich das mache, einmal in die Spiele gucken. Oh, da kann ich die Bienenrüstung sogar gewinnen. Kann ich mir ein bisschen Geld sparen. Bei so einer riesen Chance kann ich doch nur gewinnen. So, Yannick, hier, deine Bienenrüstung. Gern geschehen. So, und jetzt geben wir Akaya auch noch... Er will direkt die nächste Rüstung haben, der Yannick. Ich wollte sagen, wir geben Akaya jetzt erstmal seine Uniform hier. Der hat nämlich noch gar keine Uniform. Eine Profi-Uniform. In schwarz. So, und versuchen wir hier den Yannick direkt noch die nächste Rüstung zu spendieren. Das hat gerade so gereicht. Und eine Kupferrüstung. Die Bienenrüstung war nicht lange da. In rot. Naja, zumindest was rot sein konnte. Ich glaube, ich spiele einmal im Schnuckomat und versuche über 2000 zu kommen. Aber wir brauchen echt Geld. Stein! Gewonnen! Gut gemacht, Dave! Ja, wir spielen noch eine Runde. Ich versuche mindestens auf 2000 zu kommen. Papier! Wieder gewonnen! Mann, bin ich lucky. Schere! Scheiße! Nein!
Ja, komm. Einmal versuchen wir es noch, dann nehmen wir aber auch die 1000. Okay, ich lasse es bleiben. Man verliert hier nur. Nee, Dave, du bist nicht so gut im Schere-Stein-Papier. Lassen wir es mal lieber. Dann gehen wir mal weiter. Auf geht's! So, da ist der nächste Platz. Los geht's! Können wir bitte etwas langsamer machen? Nein, Junge! Wir machen hier durch, mein Bauch kneift! Ah. Oh, jetzt haben wir einen Julia im Boss. Die Julia-Maus! Sieht knuffig aus. Jetzt fühle ich mich schlecht, wenn ich das verkloppe. Aber ich werfe erstmal einen Blitz drauf. Und Dave messert sie alle. Oh, der macht einen Gruppenangriff, die Maus. Ich bin wieder mal lässig und weiche aus. Aua. Und die Maus ist schon tot. Easy. Alter, ich reck die Bosse alle. Kann ich sogar normal draufschlagen. Ich bin ein bisschen overpowered. Na, 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 na. Level up für Akaya. Heiße Haue gelernt. Gib einem Gegner mit glühend heißer Bratpfanne Saures. Und Bonuserfahrung für mich. Ich wollte eigentlich nicht drücken. Ich habe aus Versehen zu schnell gedrückt. Okay. So, Shining und Akaya wollen irgendwas miteinander machen. Und mein nächster Trick. Ich werde jetzt Yannick imitieren. Was? Fast wie echt. Ja, das ist ein freundliches Event, das finde ich schön. Hier sind wir endlich flüchtig bekannt und können voreinander angeben. Hat jemand meinen Namen gesagt? Ja, ich habe dich angesprochen und wir haben Angst vor dir. Tut mir leid, Yannick, aber du machst uns große Angst. Eine Outdoor-Kluft. Die Chance auf eine MP-Bombung ist aber ziemlich hoch. Ich probiere es einmal. Ich habe zumindest Kobold-Schinken dreimal bekommen für jeden einen. Weil ausgeben kann ich ja nichts, ne? So, Mäuseschnick gibt HP und Tempo. Yannick ist Tempo am niedrigsten, deswegen gebe ich ihm mal. Sag mal, Yannick schmeckt überhaupt irgendwas. So, Kobelschinken 2, mag ich den? Nö. Kobelschinken kann egal welches Level haben, ich hasse den. Dave hat's wenigstens geschmeckt. Und wie steht's bei unserem Koch? Nö, der muss auch kotzen. So, und Nüsse. Die geben HP und MP, weil MP gebe ich sie mir und es hat mir geschmeckt. Ich werde offscreen wahrscheinlich auch, wenn ich das Spiel nicht streame, gucken, ob ich täglich dem Amiibo-Typen die Amiibos geben kann. Wenn ja, dann mache ich das auch, weil es sind nur 6 Amiibos, nee, 7, die ich habe. Und das nimmt jetzt nicht so viel Zeit in Anspruch, dass ich halt wenigstens einige von diesen Spieltickets habe. So, und hier kehrt jetzt das Gesicht zurück. Nummer 1. Na, wie geht's dir, Stadtsprecher Fabian? Oh, mein Gesicht ist wieder zurück. Puh, da bin ich aber erleichtert. Mein Gesicht einfach einem Monster zu verpassen. Der kommt nur auf so etwas. Danke jedenfalls. Ich glaube, ich werde auch die Augen von meinem Mii ein bisschen überarbeiten. Zumindest für dieses Spiel. Aber das mache ich, nachdem ich hier alle Gesichter abgegeben habe. So, Julia, du kriegst dann ein Gesicht auch zurück. Oh, ist das hell hier. Romeo und Julia sind wieder vereint. Hurra, ich habe es wieder. Das Abenteuer hat es möglich gemacht. Dieser Abenteurer. Entschuldigung. Vielen Dank. 3 Spielscheine erhalten. Ja, das ist doch schön. Der andere hat mir gar nichts gegeben. Noch besser als vorher.
Ich weiß ja nicht. Und wie steht's bei dir? Hm? Gut, war das alles? Ekelpaket Alfred. Da ist es ja wieder, mein Gesicht. Das hätte auch ins Auge gehen können. Gar nicht so übel, wie du das hingebogen hast. Eine Kleinigkeit hast du dir wohl verdient. Nur 10 Gold? Du bist wirklich ein Ekelpaket. Bist du wirklich? Ein bisschen mehr hättest du mir schon geben können. Irgendein Gesicht fehlt noch. Ach stimmt, wir müssen ja noch ans Ende dieser Höhle, ne? Weil wir müssen ihr Gesicht geben. Hä? Wieso wird die Karte gezeigt? Ach, man kann auch so sehen, wo die Gesichter sind. Okay. Okay. Zuallererst mein Team. Ich will mal ganz kurz zumindest die Augen anpassen. Wir nehmen diese hier. Die passen wenigstens noch so einigermaßen zu mir. Weil ich fand die anderen jetzt nicht so schön. War ich hilfreich? Ja. Akaya hat noch gar keinen Spruch, ne? Ja, so eine traurige Pose mit wieder nichts. So, und jetzt hake ich nochmal eben kurz die restlichen Ebenen ab, die ich hier nicht gemacht habe. Da sind noch 2. Ich streame ja gerade halt so um 12:15, ne? Also um 11:45. Also ich kann wirklich eine Pause gebrauchen. Ich fühle mich fit wie noch nie. 40 Gesichter habe ich jetzt gerettet. Und zwar wirklich genau 50. Radpilze. Hoffentlich mag die überhaupt einer von uns. Okay, das öffnen wir mal. Und da war ein EP-Bonbon dann. Okay, nice. Ist Yannick etwas schlecht gelaunt? Ja, das hört man ihn öfters. Wir fragen den Dave. Du hast jetzt 50 Leute gerettet. Die macht es aus. HP-Streuer vergrößert. Du kannst jetzt, 25 HP verstreuen. Okay, der Streuer verbessert sich. Den nächsten Bonus kriege ich bei 100 Leuten. Okay, nice. So, mag irgendwer von uns die Bratpilze? Ich habe sie schon mal probiert und mir haben sie nicht ganz so gut geschmeckt. Wie sieht's bei unserem Koch aus? Unglaublich lecker. Okay, Akaya liebt Pilze. Und Dave? Ihm schmeckt es. Bei so einer Chance kann ich doch nicht Nein sagen. Hier bitte. Ich weiß nicht, wozu du das Gurken zum Kochen brauchst, aber hier bitte, Akaya. Du kriegst das mal hier in der Farbe. Ich hinterfrag das mal nicht. So, jetzt können wir die Ebene versuchen abzuschließen. Ich habe das ja vorher nicht gemacht wegen den Banshees, weil die uns fast insta gefinisht haben. Okay, Dave hat endlich aufgehört zu weinen. Ich bin lässig und weiche den Angriff aus. Und dann hole ich Dave mal aus der Ruhezone raus. Nee, Akaya, wir fliehen nicht. Wir hauen hier durch. Akaya bereitet sich mal wieder vor. Yannick heult. Vorbereitung abgeschlossen. Neue Technik. Heiße Haue. Oh, das hat Schaden gemacht. 25, bisher das höchste. Das war ja einfach dafür, dass du am Ende noch rumgeflennt hast. Ich habe ein Level Up und Banshee drehen. So, weg mit denen. Erste Lässig-Aktion. Nicht ernst nehmen. Shining ist das Schnurz. Akaya ist noch nicht so weit. Halte ich nicht so lange vor, Akaya, ne? Vorsicht! Hä? Danke, Yannick. Endlich hat das mal auch geholfen. Schützen und schick lernen. Konzentrierte Verteidigung schützt dein Team vor Schaden durch Angriff. Banshee drehen. Ja, dann können die letzten beiden jetzt auch hier die Banshee drehen einmal probieren, ne? Du hast einen Brief erhalten. Von wem diesmal? Lieber Shining, ich bin es der Bürgermeister. Mir zittern noch immer die Hände vor Angst. Es ist schwer, so Briefe zu schreiben. Dein Phobius. 4 Ausflugstickets erhalten.
So, Level 5 mit Krieger erreicht. Mit dem Magier. So. Und die Ausflugstickets werde ich für mich und Akaya nutzen, weil wir irgendwie komplett Probleme bei sowas haben. Janik hat ein Geschenk gekauft. Ich habe was Tolles für dich gefunden. Hier ein Geschenk für dich. Dave hält ein Geschenk von Janik. Dann gib schon her. Was hat Janik gekauft? Eine Akustikgitarre. Gar nicht schlecht. Dave freut sich. Man sieht, dass Dave sich freut. Level 5. Loben gelernt. Beschütte einen Freund mit Komplimenten. Das tut so gut. Oh je, Shining mag Janik und hat's gesehen. Immer nur Dave, das ist nicht fair. Shining ist eifersüchtig auf Dave. Okay. Will irgendwer was gekauft haben? Ja, die wollen beide Kleidung. Er will immer noch die Outdoor-Kluft und er möchte eine Pünktchenrüstung. Ich guck vorher noch in die Spielhalle. Da ist auch die Pünktchenrüstung und eine riesige Chance auf Ausflugstickets oder Kobold-Schinken. Ich habe keinen Bock auf den Schick, aber die Ausflugstickets klingen halt nice. Und ich krieg die Tickets. Ja, dann kann ich die Freundschaft hier wenigstens ein bisschen steigern. Aber vorher gönnen wir Dave seine Outdoor-Kluft, falls er die diesmal auch wirklich kauft. Er hat sie gekauft. Nice. In Blau. So, und dann machen wir beide noch einen Ausflug hier, Akaya, an den Strand mit uns. Wollen wir an den Strand? Ja, nur du und ich, Shining. Ist das in Ordnung? Erstmal etwas aufwärmen. Was machen wir da? Wir haben Spaß, so genug aufgewärmt. Unsere Nähe wächst. Bahnen gelernt. Nice. Und 2 MP-Bonbons. So, dann gehen wir beide nochmal ins Kino, Akaya. Wir wollten doch schon lange mal einen Film gucken von Steven Spielberg. Klingt doch nach einer schönen Idee. Und ich schlafe natürlich direkt ein. Hä? Shining schläft ja. Der Film fängt an. Ja. Ich verschlafe den ganzen Film. Das ist mir tatsächlich einmal passiert, dass ich in einem Film eingeschlafen bin. Also wenn ich mit einer Familie gucken wollte, dann einfach direkt so... Oh, was für ein Finale. Schläfst du etwa immer noch? Ich habe einfach den ganzen Film geschlafen. Du hast einfach... Kein Mann gelernt. Ich habe einfach den ganzen Film verschlafen. So. Ihr beide dürft auch einen Ausflug machen. Macht beide mal einen Angelausflug. Ihr wart ja schon mal angeln. Sowas lasse ich, glaube ich, immer drin, weil da offenbar immer was anderes passieren kann. Ah! Es hat was angebissen! Nicht schon wieder. Ein MP-Bonbon. Eine Geld, ein MP-Bonbon. Du Glückspilz. Und die Nähe wächst. Gute Bekannte. Helfen gelernt. Hilf einem Freund bei seiner nächsten Aktion und erhöhen einige seiner Werte. Okay. Schleimgelee bekommen. Nach dem Team sehen. Akaya braucht dringend mal hier Freundschaft mit Janik. Und ich könnte auch ruhig eine Freundschaftsstufe mit Dave gebrauchen. Komm, Dave, geh lieber ins Kino. Hoffentlich schlafe ich nicht wieder ein. Shining, komm schon. Ich bin der, der vorausrennt.
Freust du dich auch schon so auf den Film? Na klar. Spoiler-Alarm, da spielt Akaya mit. Akaya ist in einem Film dabei? Was, ist nicht dein Ernst? Warum hat er mir das nicht erzählt? Und welche Rolle spielt er da? Eine total wichtige. Statist Nummer 5. Man sieht sogar kurz seinen Hinterkopf. Oh. Er ist wenigstens dabei bei dem Film. Und 2 RB-Bananen. So. Und jetzt noch Dave und Akaya eigentlich, ne? Aber Yannick und Akaya brauchen es dringend, deswegen könnt ihr jetzt dreimal hintereinander zum Strand. Wollen wir an den Strand? Yay! Jetzt haben die Strandspaß ohne Ende. Ich könnte sogar nochmal hier Roulette machen und nochmal Tickets holen. Die sind so uneinig, was sie machen wollen. Was ist man am Strand am liebsten? Eiscreme! Wenigstens da sollte ich eigentlich. Jetzt habe ich Lust auf Eis. Dann lass uns eins kaufen. Ist überhaupt irgendwo ein Eisstand? Wir werden es nie erfahren. 3 HP-Bananen. Die kriegt man aber echt haufenweise, ne? Und ihr habt noch keine Freundschaftsstufe, ihr beiden. Ihr sollt euch anfreunden. Dass ihr euch zumindest gegenseitig kümmert und ich hier alles. Oh, wieder in das Flaschen-Event. Da steckt ein Zettel drin, eine Flaschenpost. Nun mach sie schon auf. Vielleicht ist es eine Schatzkarte. Wie spannend! Hm. Hier könnte ihre Werbung stehen. Jetzt wird auch schon so Werbung gemacht, also wirklich. Flüchtige Bekannte, sie haben angeben gelernt. Alter, jetzt wird schon so Werbung gemacht. Ist doch nicht mehr wahr hier. Demnächst schläft man und kriegt Werbung. Oh, die haben Spaß am Strand. Ah! Voll erwischt. Die spritzen sich gegenseitig nass. Und gucken sich böse an. Wasserschlacht! Und kaputt von der Schlacht. Wer hat sie jetzt gewonnen? Ich glaube, keiner von beiden. Ach, Yannick hört auch immer auf, so gruselig zu gucken. Ich kriege Albträume. So, der Schleimgelee guckt mir gleich Banshee-Tränen. Yannick, magst du die? Ja. Und was ist mit Akaya? Er ist hochzufrieden. Okay, du darfst die andere Banshee-Träne haben. Mir persönlich nützt die nichts. Und der Schleimgenie, den darf Dave probieren. Er ist zufrieden. Haben recht gute Freundschaft untereinander. 70 verschiedene Lieder? Das waren schon 70 Lieder? Kam mir gar nicht so vor. Ich hätte nicht gedacht, dass das jetzt schon 70 Lieder waren. So, Schatzkiste. Dann mal ran an den Speck. Da hat aber jemand gute Laune. Ach, Yannick. Ich habe immer gute Laune. Und 280 Gold. Ich musste aufstoßen. Ich brauche eine Pause. Ich weiß, Shining. Eine Papieruniform für Akaya. Hier. Der trägt jetzt Zeitung. Normalerweise liest man sie. Und Gasthaus. Okay, ich glaube, ich gebe mir doch wieder meine alten Augen. Irgendwie passen die mehr zu mir. Sorry, dass ich die jetzt ein zweites Mal wieder umändere. Das könnte wahrscheinlich noch öfters vorkommen in dem LP. Ist übrigens das einzige Mal, wo ich jetzt um die Uhrzeit streamen werde, ne? Attacke! Erster Beistand! Kümmern!
Alles in Ordnung? Shining! Auf geht's! Erster Beistand! Helfen! Ich stehe dir bei! Sprung nie plus 1! Oh, 6 Schaden mehr! Nice! Haben 2 schon tot! Dann einmal Feuer noch auf die letzte Banshee! Mopsen gelernt! Versuche dem Gegner Snacks zu stehlen! Klappt nicht immer! Okay, dass ein Dieb sowas kann, das war klar. Dass er irgendwann hier Sachen klaut. Aber der klaut offenbar nur HP-Bananen, wenn ich das richtig gelesen habe. Und die Bonbons. Eigentlich wäre das nicht schlecht. Ich habe echt wenig von diesen Bonbons. Und sie noch nie eingesetzt bisher. Ich bin schon wieder hingefallen. Und Dave kommt, um mir zu helfen. Dankeschön. Ist nett von dir, Dave. Ich bin nicht schlecht gelaunt. Und mich verblüfft Yannick immer wieder. Oh! Mal was Neues. Apfeljelly. A bis G. Ja, Dave, hier bitte einmal reinhauen. Boah, da hat Dave aber gerade richtig durchgesäbelt. Erster Beistand. Loben. Toll, Dave. Wow! Dave ist gerade richtig gut gelaunt. Wow. Die leben noch gut. Blitz! Und 3 weggereckt. War ich hilfreich? Ich bin wieder mal lässig. Autsch. Dann bin ich mal vorsichtig. Macht das jetzt das Loben irgendwas? Vorsicht, Dave! Er hat keinen Schaden gekriegt. Yannick frisst ein MP-Bonbon. Erste Snackpause. MP-Bonbon. So, Vorbereitung abgeschlossen, will angeben und zack. 27, der Koch ist echt stark. Gut gelaunt und voller Energie. Oh, der macht dann sehr viel mehr Schaden. Okay, loben ist richtig geil. Das war, glaube ich, mindestens doppelter Schaden. So, ein Level-Up für Akaya, Schleimgelis. Und wahrscheinlich jetzt Gasthaus. Nee, noch ein Kampf. Nochmal bitte die ganzen Apfelgelis. Oh, 4 Apfelgelis, Banshee und ein Cumulus. Oh, jetzt ist Yannick gebufft. Also mit Loben. Boah, der kriegt dadurch auch voll wenig Schaden. Er hat nur einen Schaden kassiert und wird auch noch von Dave nochmal getröstet. Alter, Dave hat... Dave, Yannick hat kaum was abbekommen. Du musst ihn nicht trösten. Nicht für einen Schaden. Schönheitsschlaf gelernt. Lässt einen Freund einschlafen und so HP wiederherstellen. Ich kann einen einschlafen lassen, um HP herzustellen zu lassen. Kann ich ja einmal testweise gleich machen. Und da liegt wieder was. Eine HP-Banane, wovon ich jetzt über 20 habe. Ich krieg die bei jeder Urlaubsreise, gefühlt. Und 10 unterschiedliche Arten von Monstern. Level 5 mit der Klasse Dieb, mit dem Koch. Nice. So, Akaya und Yannick wollen irgendwas miteinander machen. Lass uns Regeln für das Zimmer festlegen. Oh ja, ich bin dabei. Wir sollten das Zimmer immer sauber halten. Absolut. Auch das Gasthaus sollten wir immer sauber halten. Auf jeden Fall. Und den Planeten sollten wir auch sauber halten. Nur wir beide? Nee, wir anderen helfen auch mit. Nein. Okay, zumindest Erfahrung. Ich hatte Angst, dass uns das ein P-Bonbon wird. Akaya liegt am weitesten hinten. 196. Jetzt liegt er fast am weitesten Boden. Gebratene Banane gelernt. Verbessert Geschmack und Effekt von verzerrten HP-Bananen. Bisher habe ich ihn nicht einmal eingesetzt. So, Gold ausgeben. Er will immer noch die Pünktchenrüstung und ich will eine Pünktchenrobe. Geh mir erstmal mir, weil ich habe echt wenig Verteidigung. Pünktchenrobe wurde gekauft. Im Blau. Ich nehme mal das Blau. Obwohl, das ist eher so türkis, oder? So, und die Pünktchenrüstung. Gegönnt, Yannick.
Oh Gott, Yannick. Guck mich doch nicht direkt so an. Dave liebt den Gelee, aber erstmal gucken. Oh, unser Koch liebt den auch. Ja, dann teilt auf. Jeder von euch zwei. Hier bitte. Gönn dir. Wir anderen hungern leider. Wir sterben den Hungertod. Wir haben verschiedene Rüstungen vom Krieger und vom Magier. Ab nach rechts. Weg wieder raus aus der Höhle. Die war nicht besonders lang. Die Schlossblickebene. Oh, die sieht auch richtig cool aus. Ah, das war eine erholsame Nacht. Das sagst du jetzt? Wenn wir dieses Gesicht finden, haben wir alle beisammen. Das ist echt kein Zuckerschlecken. Hoffentlich macht uns das letzte keine Probleme. Und was, wenn es an einem unfassbar fiesen Megamonster klebt? Musstest du das jetzt unbedingt sagen? Die Gesichter, die sie alle ziehen, ich finde das einfach nur Gold wert. Ich liebe es. Ich will ein Kätzchen. Okay, da passiert nichts mehr. Der dunkle Fürst Sol. Wiedersehen macht Freude. Nicht schon wieder. Welch erbärmliches Bild ihr abgebt. Da muss ich gar nicht selbst eingreifen. Ich schicke einen Vertreter ins Gefecht. Der würde euch problemlos erledigen. Hallo. Oh je, Mine. Das da hinten muss wohl im Schloss anfangs sein, oder? Der Faulenzer von König wird sich noch ganz schön wundern. Ich habe eine grandiose Überraschung für ihn. Mwahaha. Grinsel da, Geist. Okay. Technik Magie. Schöner Schlaf ist bisher doch nicht vonnöten. Ich finde schon mal die Gelees kurz. Dann sind die wenigstens weg. Okay, hier finde ich auch noch den letzten. Der piekst uns. Autsch. Erste Entspannt-Aktion. Faulenzen. Entspannt. Damit MP. Auf geht's, Sprunghieb. Der hat jetzt, glaube ich, aber weniger Schaden gemacht als sonst. Okay, Schönheitsschlaf, Akaya. Neue Technik, Schönheitsschlaf. Schlafrunde. Gehen. Okay, ich habe ihn einfach geheilt. Oder sogar recht gut, würde ich sagen. Yannick, Blick, wann das denn vor dich, Yannick? Mann, wofür warne ich dich? Okay. Ich putte meine HP-Banane. Damit die auch mal genutzt werden. Weil ich habe ja, wie gesagt, schon so ein, zwei Videos gesehen und habe gesehen, wenn man die öfter isst, dann werden die besser. Und das wäre eigentlich ganz schön. Ich kriege ja eh tausende davon. Also kann ich mich ruhig mit den HP-Bananen heilen. Ich gehe jetzt aber trotzdem mal eben kurz auf Feuer. Der Grinsendergeist ist auch schon fast tot. Kleiner Snack. Komm, fütter mich, Akaya. Er füttert sich selbst. Verdient. Oh, scheiße, Yannick ist fast tot. Ah, jetzt eine HP-Banane. Einen Moment, bitte. Gebratene Banane. So schmeckt sie besser. Mampf. Oh, die hat das Doppelte geheilt. Und Friendship. Oh, Akaya wurde geheilt. Friendship im Kampf zu steigern heilt offenbar. Die zwei haben jetzt kümmern gelernt. Ich gönn mir auch mal hier MP-Bomben gleich mal, ne? Obwohl, eigentlich... Nee, ich gönn mir einen MP-Bonbon.
Ich weiß, ich habe die Streuer, aber ich will halt, dass sich das einmal aufbessert, mindestens. Dave ist tot. So, jetzt nutze ich die Streuer mal. Sind auch schon leer. So, mich heile ich einmal voll und der Kaya heile ich einmal voll. So, ich habe euch alle gesalzen. Macht was draus. Zack. Ein Kinderspiel. Vielen Dank. Shiny und Co. waren siegreich. Dieses Co. so abwertend. Und die beiden haben Level 6 erreicht. Level Up für Yannick und Dave. Aber keine Technik. Die geht an mich. Hallo. Teufelstörtchen und Schleimgelee. Ja, und das war auch mal die ganze Ebene. Ja, damit habe ich das letzte Gesicht gerettet, ne? Wir üben mir von euch noch Gold ausgeben. Ich kann es mir eh nicht leisten, oder? So, Teufelstörtchen. MP und Magie. Wenn ich das mögen würde, das wäre so schön. Ja, mir hat es wenigstens geschmeckt. So, Schleimgelee, das mögen die beide. Hier kriege ich Dave, weil er schon fast das durch hat. Eisenzauberschlag im kommenden Economy und Falterhonig 2. Ich probiere es einmal. Der ist richtig nice. Ich mach noch einmal. Ich hätte nämlich auch echt gerne den Zauberstab. Okay, ein Economy-Ticket. Na komm, Dave, gib mir auch eine Reise. Ich bin total kaputt von der ganzen Reiserei. Aber es war toll, oder? Für Economy hätte ich jetzt mehr erwartet. Wir haben Loben gelernt. Jetzt können wir uns gegenseitig buffen. So, einmal spiele ich noch. Ich sagte, einmal spiele ich noch. Und wieder ein Ticket. Diesmal dürfen die anderen beiden. So, die sind wieder kaputt. Noch einmal. Und noch ein Ticket. Ich hoffe eigentlich mehr gerade auf den Falterhonig oder sogar auf den Stab. Ich mache es aber auch wirklich nur noch einmal. Ich habe nämlich echt fast keine Tickets mehr. Oder wenn wir unser letztes Ticket auch noch eben kurz verballern. Ach komm. Letztes Ticket auch raus. Mal gucken, was es wird. Und noch ein Ticket. Komm, Dave, nochmal Reise. Ja! Wir waren jetzt schon zum dritten Mal hintereinander auf dieser Insel. Aber wir mögen uns. Jetzt helfen wir uns auch gegenseitig. So, die Frage ist, wie sehr mögen unsere Leute Falterhonig? Also, ich sollte ihn eigentlich lieben. Ja, ich liebe den. Hat direkt zwei Werte hochgeboostet. Yannick hasst ihn, kriegt aber wenigstens MP einen drauf. Dave schmeckt's. Ja, nur ich liebe Falterhonig. Also man kann es sehen, wie man will. Falterhonig mag Shining echt extrems. Er ist ein richtiger Honig-Fan. Der Witz ist, in real hasse ich Honig. Ich mag das überhaupt nicht. Ich mag besonders Dave. Und Akaya mag noch niemanden, aber alle anderen mögen Dave. Yannick liebt Schleimgelee, genauso wie Dave. Und Akaya hat die Pilze. So, dann gehen wir jetzt noch das Gesicht zurück, ne? Und machen danach noch ein Level. Habe ich denn keine Instant-Sprint-Taste nach da drüben? Muss ich wirklich den ganzen Weg einzeln laufen? Ja, ich muss den Weg laufen. So, Flachlandhügel. Wir sind hier im in Dorf Anfangs. Hier dein Gesicht, Grinselda. Welch wunderbarer Tag. Ich habe mein Lächeln wieder. Ich könnte voll Freude jauchzen. Abenteurer, du hast so viel für uns getan. Deshalb möchte ich mich hiermit erkenntlich zeigen. Stachleintopf.
Ich habe alle schönen Gesichter gerettet. Und jetzt ist hier wieder Freude. Ja. Ich habe das, ich habe den Frieden zurückgebracht. Abenteuer, meine Augen sehen Erfreuliches. Die Lage in der Stadt hat sich normalisiert. Das sind wirklich ganz hervorragende Neuigkeiten. Das heißt, nun ist wieder alles in Ordnung. Ja, der dunkle Fürst ist zum Schloss aufgebrochen. Was? Das ist aber ganz schlecht. Wir sind erledigt. Oh je, Mini. Abenteuer, könntest du wohl die Verfolgung des dunklen Fürsten aufnehmen? So lobe ich es mir. Ich habe mir übrigens gedacht, dass nur der Bürgermeister mir irgendwas zu sagen hat, nachdem hier wieder Friede, Freude, Eierkuchen ist. Hier, das wirst du brauchen, um ins Schloss zu kommen. Aber sei äußerst vorsichtig, verstanden? Keine Sorge. Ich bin nicht ohne Grund der Meistermagier Shining. So, und dann jetzt auch zum Schloss, ne? Hä? Was ist denn das für ein Symbol? Los geht's! Attacke! Ich höre ein Pferd. Was mag das für ein Geräusch sein? Das will überprüft werden. Oh nein, ein Pferd in Not. Ist ein Pferd männlich oder weiblich? Ist mir eigentlich egal. Wir nehmen ein weibliches Pferd und ich nenne sie Epona. Oh Gott, ich muss das ganze Pferd anpassen. Den Rest lassen wir so, wie er ist. Das Pferd ist in Gefahr. Retten wir das Pferd. Wir müssen dem Pferd helfen. Es sind nur Kobolde. Die sollten wir in sie killen können. Und Repsensi. Ich meine Minute, der Kampf. Und wieder Kobold schinken. Alles gut, jetzt bist du in Sicherheit. Gute Reise dann noch. Nein, das Pferd ist anderer Meinung. Das Pferd verfolgt uns. Ich trage heute meine Lieblingssachen. Nee, ich bin nicht schlecht gelaunt. Oh, was wird das? Sag bloß, du willst dich uns anschließen. Ja, natürlich nehme ich das Pferd in mein Team auf. Ich weiß zwar nicht, was du im Kampf bringst, aber du bist jetzt in meinem Team. Das Pferd hat sich dir angeschlossen. Wollte ich mich jetzt auch noch mit einem Pferd anfreunden? Ich habe auf jeden Fall ein Gasthaus gefunden. Wo stecke ich denn das Pferd rein? Da denkt man, man hat schon alles gesehen. Und plötzlich schließt sich ein Pferd unserer Gruppe an. Ein richtiger Brocken. Sieht echt stattlich aus. Och, es ist so süß. Hm. Ah! Das Pferd braucht auch einen Namen. Irgendwelche Ideen? Lass mir doch Shining entscheiden. Hm. Ich habe ja schon genannt. Ich nenne es Epona. So. Epona, wie wär's damit? Epona. Dave, was meinst du? Epona, das klingt fein. Ja, total niedlich. Ich weiß, dass Epona ein bisschen anders aussieht. Das wäre also geklärt. Aber ich bin müde. Es ist 1 Uhr. Ich will jetzt einfach nur hier fertig werden. Ich mache jetzt hier auch Schluss. Und sobald wir hier fertig sind. Du hast jetzt einen Namen. Und zwar... Epona. Passt zu dir. So, muss ich das Pferd jetzt auch irgendwo da reinsetzen? Nee, das hat einen Stall. Wo man sich nochmal extra mit dem Pferd anfreunden kann. Pferde sind nicht bloß liebenswerte, sondern auch tapfere Wesen. Freund dich mit dem Pferd an, dann hilft es dir sogar im Kampf. Es geht am besten, indem du beim Pferd im Stall übernachtest. Also dann nur keine Scheu vorm Heu. Das Pferd will irgendwas mit Dave anstellen. Aber erstmal gucken wir uns die Freundschaftsaktionen hierzu an. Würde ich sagen, oder? Yannick hat ein Geschenk gekauft. Mann, wie viele Geschenke kauft denn der Yannick? Ich hab dir was schon gefunden. Ja, ein Geschenk für dich. Ah! Und einen Luftballon. Vielen Dank. Akai ist glücklich.
So, die beiden haben gelernt, miteinander umzukommen. So, was wollt ihr beide denn voneinander? Hier eine Karotte für dich. Lass sie dir schmecken. Epona, hat's geschmeckt. Hm. Ob ich mit dem Pferd auf Reisen gehen kann? Akaya, bisher die schlechteste Freundschaft zu allen. Ich steck ihn und Dave mal in ein Zimmer. Und steck mich mal eine Weile zum Pferd. Mal gucken, wie das ausgeht. So, Stacheleintopf, Abwehr und Magie. Mag ich das? Ja. Also mir schmeckt es zumindest. Und dann kriege ich das andere noch, hier unser Koch, der ist hochzufrieden. So, den Kobold-Schinken hast eh jeder und der Honig ist schlicht und ergreifend für mich allein. Weil ich bin der Einzige, der den so richtig doll mag. Ich weiß, ihr hasst den, aber damit müsst ihr jetzt durch. Kann ich eigentlich auch ihm geben? Ja. Er hasst es zwar wie die Pest, aber ich kann ihn, trotzdem in den Rachen stecken. So, das Traurige ist, die wollen alle was gekauft haben, aber ich kann niemandem wirklich was bezahlen. Akaya möchte einen Wok, Dave ein Küchenmesser. Yannick will eine Monster-Rüstung, die sieht richtig nice aus. Und ich will eine Lederrobe. Aber wie gesagt, ich kann mir keine davon leisten. So. Und ich speichere hier jetzt. Und hoffe, dass jeder Spaß beim Zusehen hatte. Ich mache hier dann, glaube ich, am Montag dann direkt weiter. Sonntag ist ja bei mir streamfrei. Ich weiß noch nicht, ob ich das auf YouTube hochlade. Aber wenn, dann werde ich das extrem stark zusammenschneiden. Weil ich da keine 2-3-Stunden-Parts hochladen will. Ja. Ich verabschiede mich dann auf jeden Fall jetzt von jedem Zuschauer, der jetzt hier dabei war oder in Zukunft dabei ist. Ja. Ich sage dann jetzt wirklich Tschüss.